Okay, let them come up. If you go to Hajj and you do dingy dingy with a donkey, your Hajj is good. It's not canceled. You're good. Wow. Wow. Yeah. Wow. Wow. Yeah. So when you go Hajj to Kaaba, Mecca, yeah. When you go to Mecca, Kaaba, if you do dingy dingy with a donkey, you're good, brother. You're good. Wow. That is not nice. Not nice. This is a catastrophe. This is a'udhu billah. That is like. Let me give you another one. If a Muslim man, you know, have a woman and she doesn't want anything to do with him that night, two angels will come down and they will torture her all night. I know. She cannot sleep. I saw it. I saw that. But that's okay, you know. So a Muslim man, to relax his private part, what he has to do, go take a watermelon, make a hole in it, and do dingy dingy with a watermelon. Really? Mm-hmm. Let me give you the bell. Seriously? Yeah. Yeah. And for the woman, it depends the sizes. She can use a cucumber or a zucchini. Really? Yeah. Die Frau kann sich auf jeden Fall mit einer Zucchini. Mit der Zucchini. It depends. Babylon, wait one second. Also ich werde das nachschlagen. Wenn das morgen stimmt und ich werde danach gucken, wenn das stimmt. Leute, ich sag euch ganz ehrlich, also ich bin echt schockiert, Mann. Ich guck die ganze Zeit schockiert, weil ich will das nicht glauben. A'udhu billah. Ich habe das an meinen eigenen Augen gelesen, Bruder. Das steht da genauso geschrieben in deren komischen Büchern. Das kann, aber das kommt doch nicht von Gott, oder? Also, Flexa, bitte. Guck mal, bei denen gibt es ja auch eine Trinität bei den Islam. Muhammad, Shaitan, Allah. Flexa, wir müssen ein bisschen auf die Leute auch in den Kommentaren achten. Viele verstehen ja Babylon nicht und wollen eine Übersetzung haben. Also wir müssen auch ein bisschen auf die Leute in den Kommentaren, da schreiben viele Übersetzungen. Okay, Aram, please, übersetze das mal für die Leute. Please, explain it to the people. Ey, ich kann das nicht übersetzen. So schlecht im Englischen, wenn schon, dann Milena. Milena. Also Babylon hat halt gesagt, dass ein Gebet eine Frau, ein Esel und ein Hund zerstören. Das heißt, wenn ein Mann betet, eine Frau, ein Hund oder ein Esel laufen vorbei, ist das Gebet vernichtet. Also spricht, Mohammed macht die Frauen, setzt sie gleich mit Hunden und Eseln. Kann man lesen in der Sahih al-Bukhari Hadith 511. Richtig, deswegen dürfen die auch nicht, sorry Milena, deswegen dürfen die auch in der Moschee nicht, die Frauen dürfen in der Moschee nicht im selben Raum sein wie die Männer, während die beten, weil sonst nimmt Allah das Gebet nicht an. Richtig, genau. Und daraufhin hat ja dann Aisha auch gesagt, Alexa, mal eine Frage. Kennst du wirklich dich so wenig im Islam aus, ehrlich jetzt? Also ich, wie gesagt, Melina, ich hab ja... Melina, ask her, is Flexa circumcised like a woman or not? Oh my God, it's a bit like ashamed. Also gut, I will ask him, but I'm a little bit embarrassed. Der Babylon fragt, ob du ja beschnitten bist. Beschnitten bin ich. Yes, he is. He is. No, not him. Flexa, the lady, not my Flexa, the host. Not him. But seriously. Oh, I thought you were talking to a Flexa, a Muslim lady. Flexi, Flexa, whatever her name is. Yeah. She's gone. Oh, she's gone. Okay. Because I can show you a Sahih Hadith that Aisha, she was circumcised. As a woman. She was circumcised. Yes. Ich bin entsetzt. Ich bin, Milena, ich sag dir ehrlich, ich bin wirklich entsetzt. Oh Gott, weißt du, wie viel, wenn man da wirklich so viel gräbt, ich weiß wirklich, ein bisschen mehr als jetzt irgendwie eure Muslime,
Will, ich habe das vorhin schon mal gesagt, will im Live nicht, aber das, was Babylon sagt, das stimmt alles. Da gibt es auch Hadithen darüber, da gibt es die Rasula Mohammeds von Ibn Ishaq, habe ich gelesen. Das ist so die Biografie. Also man muss echt tief graben. Also auch andere Hadithen lesen, also Hanbal und was weiß ich alles, da kommen Sachen raus. Das Problem ist, da denkst du dir, das ist nicht von Gott. Das Problem ist, ich will das gar nicht glauben. Ich will das gar nicht glauben. Das Aram, ist echt unvorstellbar, Bruder. Wo ich das beim ersten Mal gelesen habe, das Buch, ich dachte auch, ich weiß nicht, bin ich behindert? Ich weiß nicht, brauche ich eine Brille oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Ich konnte es auch nicht fassen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Jungs es da gibt. Wir müssen festhalten, alles, was Jesus gebracht hat, hat der Koran verdreht. Wer tut alles verdrehen? Wer tut das alles Gute verdrehen? Wer macht das? Das ist eine ganz einfache Antwort. Wer macht denn? Wer macht denn alles umgekehrt? Immer der Allah aus dem Koran ist auf jeden Fall der Teufel, der Shaitan, höchstpersönlich. So, das Problem ist, Leute, guck mal an meine muslimischen Brüder hier im Chat. Ich versuche das gerade zu verstehen und ich will das nicht glauben, was hier gesagt wird. Aber ich bin entsetzt. Ich bin entsetzt. Ich bin ehrlich, Mann. Also, ich versuche ja so gut wie möglich neutral zu sein, aber wenn ich das höre und lese, Leute, ich bin entsetzt. A'udhu billah. Da stehen so viele verrückte Sachen. Wie gesagt, was hat denn ein heiliges Buch mit damit zu tun, dass Mohammed in einer Nacht neun Frauen beglückt und sich nur dabei einmal wäscht? Warum gehört sowas überhaupt in ein heiliges Buch rein? Was hat das mit Heiligtum zu tun? Soll mir ein Moslem das erklären? Also wie gesagt, ich wollte eigentlich gewisse Sachen erfahren und ich wollte halt wissen, wie der Islam ist, weil wie gesagt, das ist Mohammed war der Bestgesandteste und genau, aber was ich da jetzt alles mitkriege, boah, ich weiß nicht. Also es ist ja auch im Koran ist ja nach wie vor Sklaverei erlaubt. Sure 4, Vers 24 gibt auch dazu parallel Hadithen, Sahih-Hadithen dazu, die sich eben auf die Schlacht von Atwas beziehen. Also im Koran, Sure 24, steht drauf, was man haben darf, also wen man heiraten darf, außer die rechte Hand besitzt. Und rechte Hand bedeutet Sklavinnen. Also es ist immer noch Sklaverei, weil der Koran ist ja immer gültig. Und da gibt es dazu auch eine Sahih-Hadith, wo steht, dass der Prophet sagte, eben bei den Gefangenen der Frauen in Atwas, hat der Prophet eben erlaubt seinen Kämpfern, dass eben Dingi-Dingi mit den Sklavinnen stattfinden darf, außer sie sind schwanger, bis sie ihr Kind auf die Welt bringen und dann dürfen sie mit ihnen Dingi-Dingi machen, auch wenn sie verheiratet sind. Das kann man alles in islamischen Schriften nachlesen. Ist nicht gelogen. Sure Vers 4,24 und dazu Sunan Abi Dawud 2,157 ist dann und dann noch dazu sage ich Muslim 14,56a. Das sind alles, es ist nicht gelogen. Also ich argumentiere immer mit Quellen. Niemals irgendwie bla bla. Ich bin immer Quellen. Wow, ich bin echt entsetzt. Also ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht mal, ob ich diese Nacht schlafen kann. Ich höre Esel, Ziegen. Ich kann diese Nacht nicht schlafen. Ich bin ehrlich zu euch. So eigentlich, guck mal, bei denen zählt die linke Hand als die schmutzige. Ne? Die sollen uns ja eigentlich nicht mehr mit ihrer sauberen rechten Hand die Hand geben. Ja. Ist das normal? Sei mal ehrlich. Boah, das ist nicht normal. Nein. Hey. Ay, ay, ay. Are you saying forward in German? What? Again? Melina, how you say coward in German? Coward. It's like idiot saying Feigling. Idiot. Feigling. Nee, Feiglinge. Feigling, ja. TikTok sportlich. Babylon. Ich glaube, da hat irgendwie
Yeah. Yes. How can you say Jaban or coward in or fight cleaning? Hamdi, son of fight cleaning, ya fight cleaning, come up. No, he's running away. Aber no, he's. Aber Flexer, Leute, habt ihr das gemerkt, als Babylon noch nicht da war? Hat er in den Kommentaren, lass mich hoch, ihr habt Angst, ihr habt Angst. Ja, ja, lass ja, mich ich hoch. Hab das gelesen. Da hat er gebettelt. Und dann habe ich geschrieben, Babylon kommt. Das ja, hat er, ich habe ihm dann drauf geantwortet. Aber mir ist aufgefallen, Babylon ist hier oben. Kein einziger möchte hier hoch, ist mir aufgefallen. Alle Babylon ist jetzt hier, aber kein einziger will hoch. Alle Muslime sind direkt ruhig geworden im Chat da unten. Alle direkt. Erstmal vorher haben da bestimmt erstmal 10 Stück geschrieben, hol Hamdi. Ja, dann kam ja, halt, ja. Haben die 10-mal geschrieben, Angsthase und hin und her. Dann, wo ich gehört habe, dass die Milena laut leider gesagt hat, liebe Schwester, mach's bitte nie wieder, weil vor den Babylon haben die echt Paranoia, die werden zittrig. Halt alles also sorry, mir ist sorry. Aufgefallen, mir ist eine Sache aufgefallen und das bestätigt schon alles. Ne? Also ich habe gedacht, wie gesagt, ich will mich einfach nur überzeugen lassen. So, ich habe unseren Bruder Babylon hochgeholt, weil ich von ihm auch Sachen erfahren möchte. Und komischerweise, der Chat ist so still, keiner redet mehr von denen. Ja, das ist ja da richtig, wie du schon sagst, das ist ja schon Bestätigung genug, Bruder, weil die wollen... Das ist Bestätigung genug? Das ist Bestätigung genug, natürlich, wir möchten... Alle sind weg. Jemanden da haben, der kein Arabisch lesen kann, der kein Arabisch versteht, weil da können die das drehen und wenden, wie die möchten. Sobald aber jemand auf Augenhöhe vom arabischen Wissensstand ist mit denen, ist direkt Feierabend. Direkt. Also mir ist aufgefallen, keiner von denen kommentiert mehr. Das, Leute, das ist... meine Brüder, ihr enttäuscht mich. Astaghfirullah, ihr enttäuscht mich. Wirklich. Nein, ich bin enttäuscht. Egal, wir wechseln das Thema, Themawechsel. Das ist schon mal, dieses Thema ist endgültig besiegt. Das passt. Also hast du Esel total, total besiegt. Also, das ja. Ja. Nur Flexer, weißt du was? Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass viele immer noch nicht einig sind, was jetzt da mit der Ziege war. Lese ich noch, ne? Jetzt. Hallo? Nochmal. Also viele schreiben ja in den Kommentaren immer noch ein paar, was ist jetzt mit der Ziege? Was jetzt genau das war? Weil als ob die Equip-Talk noch da war, das war ja sehr komisch, diese Übersetzung. Babylon hat es ja übersetzt, der Geruch einer Ziege. Lala, warte, kleinen Moment, Milena. Also Leute, ja. Die im Chat sind, die ganze Zeit danach fragen, was für eine Glaubensrichtung ich habe. Ich bin Christ, der natürlich den Islam verstehen möchte. Ne? Und genau, aber okay, kein Problem. Bilal, mein Bruder. Bilal, möchtest du hochkommen, Bilal? Bilal, komm hoch, komm, mein Bruder, komm hoch. Yalla, komm hoch, Bruder. Bilal. Melina, let's get serious now. Pull up, oh Aram, pull up yeah. Chapter, Quran, chapter 29, verse 27, please. Aram, kann. Wer kann den Chat stummen, bis wir 60.000 Likes haben? Weil die Leute sollen mal ein bisschen liken, dass wir 60-70.000 haben oder so. Bruder Bilal, weil wir haben jetzt gerade hier den großen Vorteil, hier der Bruder Babylon hier, der kann fließend Arabisch lesen, sprechen und alles, deswegen wäre jetzt auf jeden Fall der perfekte Augenblick hochzukommen, dass du hier allen Muslimen beweist, dass wir hier alle Lügner sind. Ja, aber du siehst ja, keiner traut sich hoch, Mann, das traut sich keiner. 29, vers? Yes, verse 27. So remember, guys, Muslims, Jews, they say that Muhammad prophethood comes from Ishmael prophethood, yes. And it's been promised to Abraham. Yes. We're gonna debunk that today. We're gonna destroy that idea today from Quran, chapter 29, verse 27. We're gonna prove to you that Allah Himself said, like the Bible. He said that Isaac, through his son Jacob, like the Bible said, only the prophethood comes through Isaac,
through Jacob and their lineage. No, Ishmael, read it in German, please. Thank you. Here is it in German. Schaut's mal her, wahrlich. Ich wandere zu meinem Herrn aus, wahrlich, er ist der Mächtige, der Weise. Und wir gaben ihm Ishaq und Jakob und gaben seinen Nachkommen die Prophezeiung und die Schrift und gaben ihm seinen Lohn in dieser Welt. Und tatsächlich wird er im Jenseits zu den Gerechten gehören. So, also, wir lesen hier, das ist genau richtig, aber gestern hat es Milena auch gezeigt, gell, oder? Ich habe gestern schon den Koranvers gezeigt. Da haben wir drüber geredet, als ja dieser Aki Schwitzkasten meinte, dass genau. Mohammed, genau. Ja. Genau. Der Aki Schwitzkasten hat ja von vornherein komplett, was mir nicht gepasst hat, ist, wo er mit dem Namen von Yahweh gelogen hat. Das hat mir dann gereicht. We can find Ishmael as a prophet in the Quran. Yes, we can find him as a prophet. But the prophethood, Melina, Aram, I want you to mention that, like be focused on that word. Prophethood is only from Isaac and through Jacob only. Yes, please, that's say. That's right. Also im Koran, Sure 29, 27, das ist so quasi das komplette Knockout. Da steht drin, und wir schenkten ihm Isaac und Jakob und gaben seinen Nachkommen das Prophetentum und die Schrift. Also der Koran bestätigt selber, dass die Propheten, das Prophetentum nur von Isaac und Jakob kommen. Also das ist quasi Endgegner, dieser Vers, weil der Koran bestätigt es ja selber. No, Ishmael! No Ishmael prophethood comes through Islam at all. Yes. So Muslims Abduls, Hal min Muharib, Hal min Mujadil, come up. Your daddy Babylon is here. Hamdi, your daddy Babylon is here. Come up. Ganz kurz, one second. Wirklich an unseren muslimischen Brüder. Wirklich ernsthaft jetzt. Ich brauche einen, der uns hier oben helfen kann und oder von mir aus auch zwei, habe ich kein Problem, von mir aus auch drei. Hauptsache, wir können eine schöne Konversation führen, Leute. Und Leute, ne, bleibt respektvoll. Jetzt öffne ich Kommentare mal wieder. Genau. Ja, Kommentare. Bruder, was meinst du denn, warum auch die Muslime den ganzen Tag Wallah sagen und auf Allah schwören und dabei gleichzeitig lügen, weil die ganz genau wissen, auf Allah kannst du nicht zählen, Allah ist nichts wert. Obwohl sie eigentlich Allah fürchten müssen. Wow. Und sagen, diesen Gottergebene sind sie angeblich. Aber lügen den ganzen Tag und sagen noch Wallah in jedem zweiten Satz. Wow. Okay, Leute, Brüder und Schwestern, ich gehe dann. Ich wünsche euch allen eine gesegnete und schöne Nacht. Schöne Nacht, Dani. Schöne Nacht. War sehr, sehr toll mit euch. Auch. War auch sehr lustig. Gott segne euch alle und schütze euch. Babylon, Habibi. Ubi, alles gut. Ich schreibe dir privat, Ubi. Ich sag dir, warum, Ubi. Alles gut. Babylon. Now let's read Sahih Bukhari 3617. Aram. Sahih Bukhari 3617. We're gonna show that the Christian wrote the Quran and he says Muhammad did not know nothing. Christian wrote the Quran, guys. Babylon, you hear me? What's up, brother? Wait. Did you said a Christian wrote the Bible, the Quran? Yes, sir. Sahih Bukhari 3617. Read it. But wait, Babylon. Why no Muslims are here when you come here? Warum sind keine Muslime mehr hier? A'udhu billah min ash-shaytan ar-rahim. They all run away, brother. In English, in Arabic. In German, I go to Dutch, I go to Philippines, Indonesia, Malaysia. Oh, no, okay. Imams. We have an Arabic guy. One second.
Wait. Bring him. Let's have fun. Okay. Huberto Messi. Okay, alle stummen bitte. Alle stummen. Bitte, Leute. Wir holen unseren muslimischen Bruder kurz hoch. Hey, servus, mein Bruder. Wie geht's dir? Ahoi, Flexi. Ahoi. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Also, sehr schön. Bist du Moslem, ja, oder, Bruder? Ich bin Moslem, aber ich gehöre nicht der Rechtsschule an, Sunniten. Okay, also, was für eine Nationalität bist du? Ich bin geboren in Deutschland. Mein Vater stammt aus der Türkei. Okay, mein Bruder, was hast du denn für ein Thema? Über was möchtest du denn reden? Guck mal, ich möchte mal eins sagen. Die ganzen Hadithe, was ihr hier benutzt, wurden 300 Jahre später von Buhari, der 300 Jahre später gelebt hat, und die anderen sind noch viel später gekommen. Und mein Messeb, also meine Rechtsschule, die Mutasila, die glaubt nicht an Hadithe. Und alles, was ihr hier aufgeführt habt, das ist für mich nichts wert. Das wird okay, ganz kurz, Leute, stummt euch kurz. Humerdos. Das heißt also, du willst mir jetzt sagen, die Hadithe sind nicht authentisch? Auf jeden Fall nicht. Im Koran. Bruder, oh mein Gott. Du Billah. Warum steht denn das Sahih? A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rahim. Bismillahi ar-rahman ar-rahim. Okay, Huberto, Guys, tut euch mal stummen. Huberto, dann erklär es mir bitte kurz. Ja, guck mal, im Koran steht, bei mehreren Suren am Anfang, in diesem Buch gibt es keine Skepsis, also ist alles wahr. Das heißt, im Nachschluss, dass die Hadithe fehlerhaft sein müssen. Weil nach dem islamischen wir glauben, dass der Koran authentisch ist, gleichzeitig mussten wir dann auch glauben, dass die Hadith-Bücher, auch wenn es nur ein Teil ist, eine Stelle ist, das ist falsch. Ja, das müssen wir auch dem Bruder Babylon mal kurz mal übersetzen, damit er das ja auch versteht. Ja. Babylon, this bro tell to us. The Hadiths are not authentic. Yeah, the Hadiths are not the truth, but the Quran is the truth. The Quran is a weak Hadith. The Quran is a weak hadith because it has no narration. Can you show me the narration of the Quran, please? Habe ich nicht verstanden. Milena, übersetzt bitte. Immer übersetzen, das ist besser. Also er hat gemeint, der Babylon, der Koran an sich ist ja schon eine ganz schwache Überlieferung. Weil den Koran kann man ja ohne den Hadithen überhaupt nicht verstehen. Ja. Aber auf irgendwas müssen wir glauben, deswegen glauben wir auf den Koran. Also ich glaube, okay. Humerdos, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Also ich muss ganz ehrlich sein, das ist keine Beleidigung oder so. Aber das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, Bruder. Das ist nicht Wahnsinn, Flexi. Guck mal, die Ehle. Bruder, jeder von euch sagt was anderes. Jeder, den ich hier hochgeholt habe, die letzten Tage. Das sind 1000 Updates hier. Ich schwöre auf alles. Ah, wirklich. Flexer, sonst bist du aus dem Islam raus, mein Lieber. Ja, ich werde mal da drauf. Da steht dick Sahih. Guck mal, ihr seid ja extra. Guck mal, wenn man es wörtlich nimmt, den Koran und die Sunna beim Wort, dann gibt es keinen einzigen Moslem auf diesem Planeten. Ja, aber hör mal zu. Don't talk about Hadith. Show me narration for the Quran. We know the Hadith, Sahih Hadith, we have narration. I need to see narration for the Quran. Don't talk about Hadith anymore. Okay, Milena, übersetzt. Also er meinte, also folgt ihm bitte die Überlieferungen zum Koran zeigen. Vergessen wir mal die Hadithen. Zeig ihm mal die Überlieferungen vom Koran. Darf ich mal kurz erklären? Huberto, jetzt? Darf ich mal kurz antworten? Flexi, guck mal. Du sollst eine Antwort drauf geben. Ja, die Antwort gebe ich so drauf. Die islamische Geschichte, die ersten Messebs waren Mutasila, Murjia, Hawarij und Shia. Und diese Messebs, was heute, die heute rumlaufen, die Sunniten. Warte mal, hast du gerade gesagt, Ushiha?
Nee, Murgia. Ach so, ich dachte Uchiha von Sasuke, dieser Clan. Okay, okay. Das waren die ersten Messebsticks. Das ist Fakt, das steht im islamischen Gesetzbuch. Die Imame, Imame Hanbali, ist 300 Jahre später gekommen. Imame Buhari, der das Buch geschrieben hat, angeblich, was heute authentisch ist, das kann ja auch sein, dass sie tausendmal verfälscht worden sind, weil es Fakt ist, es gibt in der Geschichte Geschichtsverfälschung. Darüber gibt es eine riesengroße Wikipedia-Seite. Und meist waren das Kirchenleute, Dominikaner, die Geschichtssachen erfunden haben oder verfälscht haben. Das kann man alles nachlesen. Jetzt kann keiner zu mir sagen und kommen, dass die Mu'tazila nicht an die Hadithe glauben. Wir glauben nicht, weil es viel später entstanden ist. Weil Imam Hanefi und die ersten Imam... Well, Melina, what is he saying? Okay, ganz kurz, Hummel, du. He's as explaining that the Hadith coming 300 years later and like it just 300 years the Hadith coming later okay, and saying kurz, about the... Ganz kurz. Humerdos, das ist eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das ja alles verfälscht. Die heutige muslimische Welt ist verfälscht. Ein Beispiel. Die ganze, es ist verfälscht. Das Glaubenssatz der Sunniten, da gibt es verfälschte Sachen. Zum Beispiel im Koran, im Koran steht, dass das Kelam Gottes, also das Wort Gottes, das erschaffen wird. Immer schlimmer hier. Dass es erschaffen wurde. Bei Maide Sure 17 steht wörtlich drin, also Moses ist Kelam Gottes, Musa. Did he say Kalam Allah? Kalam Allah, I heard. Kalam Allah, Quran. Also das wurde erschaffen, steht im Koran. Okay, Milena. Aber die Sunniten glauben, dass das Wort Gottes nicht erschaffen worden ist. Obwohl im Koran, Maide, Sure 17, steht wörtlich, dass Jesus, ja, der im paar Verse vorher als Gottes Kelam genannt wird, paar Sätze. Melina, what is he saying? Yeah. He's talking about, he's not coming to the point. Was ist denn dein Punkt? Sag mal, bist du Koranit oder Schia oder Sunnit? Ich bin Mu'tazila. Die Mu'tazila. Mu'tazila. Al-Mu'tazila, when did they came? When did they come? When did the Mu'tazila come? Wann sind die Mu'tazilas gekommen? Ja. Mu'tazila haben den Ilmi Fiqh erfunden, die Methode, haben das Ilmi Kalam Methode erfunden. Which year? Wann sind die gekommen? Flexa. Which year Al-Mu'tazila came? I need to know that. Sie sind gekommen Ende 7. Jahrhundert, Anfang 8. Jahrhundert. What is that number? Nummer, tell me that number. This is 700. Hörst du, Flexa? Ich glaube, no, das ist it did not come in the 700. It cannot be. It cannot be. No, no 700. Huh? Ende 7. Jahrhundert. The end of it? You mean the 800, the 8th century. Wow. Let me do it again. Wow. Why? Because that's 7, 8, 900 after the death of your prophet. The hadith, Sahih hadith, they came 200 after the death of your prophet. Wow. Okay, ganz kurz, Leute, alle kurz stummen. Alle kurz stummen, ganz kurz. Erstmal einen wunderschönen guten Abend, Pendero, mein Lieber. Was können wir für dich tun? Was wir tun können, die ganzen Sachen, was ihr vorwirft, diese ganzen Sachen kann ich auch im Christentum... Moment, Huperdos, warte kurz. Pendero, erstmal einen wunderschönen guten Tag, guten Abend. Was können wir für dich tun, Pendero? Guten Abend, also ich bin gerade reingekommen, ich fand es interessant. Du hast gesagt, du hast eine Rechnung offen. Schieß los, was wolltest du sagen? Du hast gesagt, du wirst mir folgen. Ich habe Screenshot gemacht. Ich habe gesagt, ich werde dich bloßstellen, wenn du mich folgst. Du hast mir nicht gefolgt. Gefolgt wegen was?
Wen willst du denn hier bloßstellen, Mann? Der Koran, die Sunna, die Schrift. Warte, ich verstehe das nicht. Was meinst du mit folgen? Ich hab das vor ein paar Tagen aus Spaß gesagt. Du meintest, du folgst mir. Aber echt? Habe ich das gesagt? Ja, ich hab Screenshot. Okay. Ja, aber warte mal, was für eine. Warte mal, um was ging es da noch? Spaß, nur als Spaß. Wir waren im Live, ich weiß auch nicht mehr. Ich wurde gesperrt. Okay, Bruder, wenn ich fragen darf, wie alt bist du? Ich bin offiziell 18. 18, okay. Ja. Bruder, wir haben gerade eine Thematik hier. Ich schicke dich kurz nur wieder runter. Wenn wir fertig sind, reden wir, okay? Ja, okay, tschau. Okay, also, tamam. Okay, Kupertos, jetzt, Babylon hat dir eine Antwort drauf gegeben. Kannst du nur darauf antworten? Ich kann darauf antworten. Wie gesagt, Mürjia, Hawaric, Shia und Mutazila und Ehlere, das waren die ersten Messeps, ersten Gedanken, Echos, sagen wir dazu, die vier Rechtsschulen Islam, was wir heute sagen, die wurden erst im 10. Jahrhundert stabilisiert, weil die Rechtsschulen, die waren ja alle gegeneinander. Also Imam Hanefi war gegen Imam Hanbali und so weiter. Und nachher hat man die alle unter einen Hut gebracht. Und Imam Hanefi war selber Ehlere. Das heißt, er war auch Mutazila. Also Hassan, also Mutazila ist im Ende 7. Jahrhundert, Anfang 8. Jahrhundert entstanden. Die waren Tabin. Und deswegen glauben wir nicht an die Hadithe. Wir glauben nur an die Hadithe, was mit dem Koran übereinstimmt. Mich interessiert okay. nicht der Prophet. Haperdos, eine Sache noch. Mich interessiert eine Sache, weil das ist... Wait, Babylon, one second. Eine wichtige Frage. Und zwar, ich versuche das auch zu verarbeiten. Guck mal, Haperdos, das glauben mir viele vielleicht nicht, aber ich versuche... den Islam kennenzulernen, okay? Ich versuche mich zu gucken, was so ist, was so geht, und ich habe eine Sache herausgefunden. Und zwar, wenn man jetzt so, wie wir drüber reden, warum wird immer gedroht, so Privatnachricht, und warum drohen diese Menschen? Nur weil man jetzt so tief in diese Detail reingeht, oder warum? Kannst du mir das erklären, Bruder? Ich kann dir das so erklären. Das ist, dass in der Zeit, wo Mutazila kurz an der Macht war, bei den abbasidischen Halifen, Memnun... Bruder, hast du meine Frage verstanden? Ja, hab ich verstanden. Okay. Also der Islam in der Zeit war ganz anders. Und nachher hat sich das irgendwie alles radikalisiert. Also ich kann dir ein Beispiel geben, wie kosmopolitisch es war. Es gab. Weil ich habe vieles mitbekommen, dann kommen diese Leute und wollen ein so machen, weißt? Ja, kann sein, dass sie das so machen. Dass, also wir leben hier in Deutschland, jeder hat Meinungsfreiheit. Wir sollten aber nicht beleidigen. Wir sollten aber auch jeden ausreden lassen, Flexi. Also bist du auch für die Scharia? Der Scharia wird falsch verstanden. Ach bitte, Habub, ich hab dich gefragt, ob du für die Scharia bist. Ich bin für den türkischen Staat, der laizistisch ist. Ob du für die Scharia bist, das, nein. Was du redest, ist alles nein. Irgendwo erstunken, nein. Und erlogen, ob nein, du die Scharia bist. Zum Beispiel im Koran steht eine Stelle, und Gottes Gesetze sollen befolgt werden, ja? Und diese Stelle, sag doch einfach ja oder nein. Antworte doch einfach nur mit ja oder nein. Huperdos, guck mal, ich mach meinen Mund im Mikrofon, dass du das siehst. Guck mal, Bruder. Die Frage ist, bist du für die Scharia ja, nein? Nein, ich bin nicht okay. Weil die Scharia... Also bist du kein Moslem, oder wie? Natürlich bin ich Moslem. Ich will das ja erklären, dass sie das falsch verstehen. Okay, ja. Ich kann das ja auch erklären. Erklär uns mal die Scharia, yalla, Habibi. Diese Stellen, wie im Koran... kommt, glaube ich, zweimal vor. Diese Stellen folgen immer nach dem Vers, wo es um die Bestätigung Mohammeds von Ehli Kitab geht.
Also okay, Bruder, ich habe das verstanden. Eine Sache. Du lehnst Hadithe ab, Tafsire ab, du lehnst Scharia ab. Bruder, du Billah, du bist kein Moslem, Bruder. Bruder, das ist ja das Problem. Die Mutasila war ja vorher da. Vor den sunnitischen Glauben. Bruder, warte, du bist kein Moslem, Bruder. Du kannst mir nicht sagen, du bist Moslem, Bruder. Natürlich bin ich Moslem. Okay, sprich mal die Schahada aus. Was, das kann doch jeder Munafik machen, das kannst du doch auch machen. Das ist ja das Problem. Lieber Flex, ganz kurz. Ja. Das kann doch jeder Munafik machen. Das hat doch okay, warte kurz. Also, darf ich dir eine Frage stellen? Hasperdo. Ja, ich höre. Ist Mohammed ein Prophet? Natürlich ist er ein Prophet. Okay. Und woher wissen wir, dass er ein Prophet ist? Aus dem Koran. Aus dem Koran. Also muss er eigentlich aus dem Geschlecht von wem kommen? Wo die ganzen Propheten gekommen sind, oder? Muss er nicht. Ja, weil, wie? Muss er nicht. Ja, von wo? Hä? Er kommt doch von Abraham. Er stammt doch jetzt von Moment. Nee, muss er nicht. Aber er stammt von Abraham. Warte. Lieber Humperdo, schau. Eine ganz einfache Frage. Tut Allah sein Wort brechen? Tut er seine Gesetze ändern? Die gleiche Frage kann ich mir auch stellen. Ich sage nein. Die Frage stelle ich anders. Ändert Gott seine Meinung und seine Gesetze? Oh, ich kann nicht mehr. Gott ändert zum Beispiel seine Gesetze, indem er zum Beispiel so. Guck mal. ihr kennt das nicht. Aber hör mal zu. Guck mal, Gott hat doch befohlen im Koran. Nein, Humperdo, bitte. Ja. Ich will auf etwas. Humperdo, ja, wir brauchen nicht lange zu diskutieren. Es sind ganz einfache Fragen mit einfachen Antworten. Tut Allah oder Gott sein Wort ändern? Das hat er doch gemacht. Tut er seine Gesetze ändern? Sagen wir mal, heute beschließt er so und übermorgen anders. Ja, das kann ich eigentlich, soll ich ein Beispiel geben? Ja, warte. Also tut Allah sein Wort brechen. Ne? Das macht er, ja. Ich wollte solch ein Beispiel geben. Warte, Humberto. Gott segne dich. Ich liebe Wahrheit sagende Menschen. Wirklich, ich meine das vollkommen ernst. Ich liebe solche Menschen. Jetzt pass auf, mein lieber Humberto. Wenn ein Gott sein Gesetz von heute für morgen oder übermorgen ändert, dann werde ich diesem Gott mit Sicherheit nicht folgen. Okay, aber du weißt doch nicht dem Beispiel jetzt, was ich sagen will. Zum Beispiel hat Gott gesagt, in den 10 Geboten, dass er der Einzige ist. Nachher kam der Gott als Jesus. Am Anfang waren die Juden sein Volk und nachher im Neuen Testament werden die Juden nur verflucht. Das ist doch so ein Beispiel, dass Gott seine Meinung geändert hat. Nein, das stimmt nicht. Wieso werden nicht die Juden im Neuen Testament verflucht die ganze Zeit? Moment. Was, Moment? Sind die Juden jetzt sein Volk oder sind sie nicht sein Volk? Humperdo, schweifen wir nicht. Du hast eine Frage gestellt, lass mich doch antworten. Ja. Lass mich doch antworten. Okay. So. Bis Jesus Ankunft waren die Israeliten das Volk Gottes. Das ist richtig. Das streitet auch kein Mensch ab. Das lehrt uns die Geschichte und die Tora. Ne? Das ist nun mal ein Fakt, ob wir wollen oder nicht. Okay. Und die anderen Völker waren nun mal Götzendiener. Das ist auch ein Fakt. Das können wir auch geschichtlich belegen. Okay, bis Jesus Ankunft. Da, wo Jesus herabgestiegen ist und denen alles gezeigt hat, haben sie ihn nicht angenommen. So. Okay. Und jeder aus den Heidenvölkern, wo ihn angenommen hat, gehört zu Gott jetzt. Okay. Und jeder, der ihn nicht angenommen hat, gehört nicht mehr zu Gott. Jetzt pass auf, wo hat jetzt bitte Gott seinen Wort verändert?
Oder ja, sein Gesetz verändert? Hat er nicht. Ja, ich erzähle ja mal kurz. Gott hat doch gesagt, dass er sich nicht verändert. Und Gott hat gesagt, dass der Satan gleich sein wollen mit Gott. Wie im Jesaja 14 sagt der Satan will gleich sein mit Gott. Und dann kommt einer, der nicht mal von David abstammt, so einen erfundenen Stammbaum, und sagt, ich bin Gott, gleich geworden mit Gott. Natürlich würde ich als Jude natürlich nicht an den glauben. Dann würde ich ja gleich an den Satan glauben. Dann kann ich auch an den Satan glauben. Also, wir sehen hier, das ist witzig, das finde ich witzig. Humberto, wir sehen hier, bis Jesus, wo Jesus herabgestiegen ist, gekommen ist, er hat die Juden nicht verstoßen, sondern sie haben sich von ihm abgewendet. Und jeder, der wo ihn nicht annimmt, ne, was sagt er? Dann gehört er halt nicht zu ihm. Das ist ja nicht die Schuld von Gott. Er hat das Gesetz nicht geändert. Nur haben die Menschen sich von ihm abgewendet. Also gehören sie nicht mehr zu ihm. Das ist nicht sein Fehler und das ist nicht sein gebrochenes Versprechen. Er hat sein Versprechen hält er ja Gott. Also Gott. Gott ist ein Sadist, der den Juden sagt, nur ein Gott, Gott verändert sich nicht und sagt, keiner soll sich Gott gleichstellen. Im Alten Testament plötzlich kommt einer, der stellt sich mit Gott gleich. Ist Gott verrückt? Eine Frage, warte, du weißt schon, dass die Muslime, die muslimischen Brüder auch an den Altes Testament glauben, das weißt du schon. Also, Koran steht, dass sie verfälscht wurden. Auch das Neue Testament steht im Koran, wörtlich. Tarifat heißt das. Humberto, was ist, wenn ich dir jetzt 2, 3 Widersprüche in deinem Koran bringe? Was machen wir da? Ich kann dir selber Widersprüche erzählen aus dem Koran. Zum Beispiel steht im Koran. Es gibt Widersprüche im Koran. Ja, Koran steht zum Beispiel, dass der Gott. Ja, lass mich mal aufregen. Der ist der Beste. Schön. Spendet dem Bruder. Kollege, Leute, spendet dem Humberto bitte ein paar Rosen. Du glaubst an Widersprüche. Nein. An was glaubst du denn? Guck mal, Gott sagt doch. Spendet ihm doch ein paar Rosen wenigstens, Leute. Im Koran sagt doch Gott, der Gott Moloch will Menschenopfer. Und im Neuen Testament wird Mensch geopfert. Was? Ist das kein Widerspruch? Der Götze Moloch will Menschenopfer und der neue Gott Jesus will sich opfern und fordert alle auf, ihm zu folgen. Das ist doch Menschenopfer. Das ist ein Widerspruch. Eyyudu billah, Kollege, Eyyudu billah. Das ist witzig. Darüber kann man lachen. Das Humberto. Ist witzig. Humberto. Was? Ich rede von richtig tatsächlichen Widersprüchen. Das ist doch ein Widerspruch. Man muss auf jeden Fall reinkommen, weil Hamdi da ist. Humberto. Ist euer Gott der Moloch oder was? Humberto, pass auf, mein Lieber. Ich rede ganz, ganz ernst mit dir, weil du ehrlich bist, okay? Du bist ein ehrlicher Mensch, deswegen rede ich auch wirklich gerne mit dir. Ey, das ist jetzt zu geil, Leute, Humberto. Ehrengast, Bruder, VIP-Gast. Weißt du, mein Lieber, mit etwas komme ich nicht klar. Ja, du sagst, Allah ändert sein Wort. Hat er und dann sagst du, im Koran gibt es Widersprüche. So, das halten wir mal fest, das hast du gesagt, ne? Das war sarkastisch. Hast du das noch nicht bemerkt? Nein, ich rede ganz offen und ich will auch, dass mein Gegenspieler mit mir ganz offen redet. Ich muss nicht wissen, wie deine Gedanken funktionieren. Ich bin kein Prophet und ich bin kein Hellseher, okay? Ich kann deine Gedanken nicht lesen. Schau mal her, du bist wahrscheinlich Türke, oder? Ich bin Türke. Ja. Give me the back screen. Aber
Aber, just a moment, please. Babylon, just a moment. Ich liebe die deutsche Aufklärung, ich liebe Nietzsche, Schopenhauer. Okay, Humperdo. Dur, Canım, dur. Ja, erzähl mal. Bist du Suriani? Ja. Oh, in Türkei seid ihr alle so nett. Und hier geht ihr voll ab. Humperdo. Was ist los? Macht ihr Taki oder was? Humperdo, are you Turkish? Ja, jetzt. Oh, I got something for you, brother. I'm coming. Gut, dass ich das weiß. Babylon. Babylon. Was hast du so? Ja, warte mal ganz kurz. Ich will Babylon nur was sagen. Babylon. Please don't be so strong with him. He seems very confused because he confirms that the Quran contradicts himself. We think he is really confused. Yeah, please be kind to him. I think he's not a bad man. I think he looked a little bit deep in the glass. This is my opinion. Okay, Habibi Turkey. What's your name? Humperdo. Messi. Messi Habibi. Messi. Yeah. Sahih Bukhari. Okay? 3617. Fake. Bukhari. Fake. Sahih, no fake. Sahih. Fake. He's not believing in Hadith. Okay, no problem. Let me read it and then we can go to the Turkish thing. There was a Christian who embraced Islam. A Christian who became a Muslim and read Surah Al-Baqarah and Al-Imran. And he used to write the revelation for the Prophet. The Christian guy wrote the revelation for the Prophet. The Christian guy wrote the Quran for the Prophet. Later, he returned to Christianity. He left Islam because he saw that Islam is fake, and he became a Christian again and again. And he used to say, Muhammad knows nothing but what I have written for him. Christian guy wrote the Quran for Muhammad. Muhammad is not a prophet. Do you know what? Das hatte ich auch so gelesen. Explain to him, please. Explain to him. Schau mal, ja. Also, es gab ein Christ, der wurde Muslim. Okay. Der wurde Muslim. Und dann hat er halt gesehen, dass das alles total verkehrt ist, ist er wieder Christ geworden. Und dieser Christ hat dem Mohammed den Koran geschrieben. Aha. Schöne, interessante Geschichte. Er sagt, aha. Interessante Geschichte. Ey, du bist der Beste einfach, Humberto. Humberto, aber der... Du musst mal haben, die im Stream das rein. Das ist Sahih al-Bukhari, Jani. Verstehst du? Aber schau, mein Lieber, jetzt mal ganz ernsthaft, okay? Ich rede wirklich ernsthaft mit dir, mein Lieber. Wie ist es, wenn ich dir jetzt hier zwei Suren zeige vom Koran? Die kannst du auf Türkisch lesen. Okay. Die widersprechen sich. Bruder, ich kann dir auch tausende Stellen aus dem Neuen Testament zeigen. Du kannst mir gar nichts aus dem Neuen Testament zeigen, dass sie sich widersprechen. Kannst du nicht? Kann ich nicht? Nein. Okay. Soll ich dir ein Beispiel geben? Messi, look what Allah says about the Turkish. An Abi Huraira, radiallahu anhu, an Rasulullah, Muhammad said that. Muhammad said, qala, la taqum as-sa'a, the day of the judgment will not come until you fight the Turks. The Arabs has to fight the Turks. Turk. In Arabic. Sigar. Sigar lion. Small eyes. They have small eyes. Yeah.
Red faces, small noses, كأن they look like. Their faces were been hit with a sledgehammer. They have flat faces. They look like somebody hit them with a sledgehammer. They become flat. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا. And the day of the judgment will not come. And you have to fight them, the Turks. The one who wear hairy flip-flops. Hairy flip-flops. So stupid. And this is for the Turks. I have one for the Kurdish too. You want to see the Kurdish? Meine Mutter ist Kurdisch. Meine Mama. But oh, you're half-half? Half? Okay. Das heißt, dieser Pferd ist extra gegen die Türken. Er sagt, er kann auch eins extra, wo gegen die Kurden geschossen wird, von den Arabern. Die Araber... Ja. Es gibt noch andere Stellen. Es gibt noch andere Stellen. Zum Beispiel steht auch im Koran steht, wird gegen die Griechen gehetzt, gegen die Juden. Ich wollte sagen Neue Testament. Wird gegen die Griechen gehetzt im Neuen Testament. Gegen die Leute aus dem Kreta, dass sie sich vollstopfen die ganze Zeit und nicht da sind. Ich meine. Wo steht das, dass dagegen die gehetzt wird? Die werden als Lügner bezichtet. Die aus Kreta. Und Griechen werden beleidigt. Ja, wo denn, Umberto, Nerde? Weißt du nicht die Stellen, wo Griechen und die Juden beleidigt werden? Okay, you wanna see what the Prophet Muhammad said about the Kurdish? They ask him, what Islam say about Kurds? What Islam say about Kurds? What the Prophet Muhammad think of Kurds? Hadith. Babylon, die Hadith interessieren mich nicht. Yeah, yeah. Quran is Hadith too. Quran is a weak Hadith. Das ist deine Meinung. It was mentioned that Umar ibn al-Khattab, may God be pleased upon him, narrated the authority Prophet Muhammad, may God be on him. Leute, he said, the Kurds, a jinn generation. Leute, the Kurds, go ahead. The Kurds are a jinn generation. Okay. Leute, liken, bis wir die 100k haben und dann mache ich die Kommentare wieder an, Leute. Let's go. Babylon. Habibi. Ich glaube nicht an Hadith. Aber wenn du you don't want Hadith? He called the Kurds son of Jinn. The Arabs cannot marry the Kurds because you're son of Jinn. Let's go to Quran. Guck mal, Flex. Hör mal zu, bitte. Guck mal, was Mutazila, was sie glauben, was die Jins sind. Für Mutazila sind Jins Leute, die im Geheimen maskiert agieren. Also geheime Orden oder Menschen, die sich verstellen, mal Jude werden, mal Grieche, wie es Paulus sagt. Das sind für uns Jins. Wir glauben nicht an Dämonen, also die Mutazila glaubt nicht an Dämonen oder so. Wir glauben, dass Jins Menschen sind, die im Geheimen agieren, die sich verstellen, maskieren, wie ISIS. Yeah. You believe in the Quran, Messi? Messi, you believe in the Quran? Quran? Ja, Messi steht im Quran. Messi, you believe in the Quran? Messi, you believe in Quran? Ob du dem Quran vertraust, also ob du dem glaubst, was im Quran steht. Ich glaube an den Koran. Which Koran? Welchen Koran? I like this one. Which Koran? Ja, mach. 37, Messi, Habibi. Ja. 37 different Koran. Arabic. Ja, keine Ahnung. 37. 37 tane çeşit Kur'an var. Tamam. One Bible. Ja, one Bible. 37 Korans.
Du bist One Bible. Du bist doch Suriani, ne? In me? Gebiet. Suriani. Me? Ja, ja. Yeah. Me? No, Ashuri. Ashuri, Ashuri. Ach so, was heißt Ashuri? Was heißt das, Ashuri? Keine Ahnung. I am Hamdi's daddy, Ashuri. Keine Ahnung. Aber hör mal zu. Guck mal. Es gibt keine eine Bibel. Gibt es doch? One Bibel. One Bibel. One. One Bibel. Okay, dann lügt Wikipedia. Wikipedia sagt, das Ding ist, schau mal, das Ding no. ist, es, die Bibel wurde von unterschiedlichen Sprachen übersetzt, mein Lieber, und du kannst nicht von jeder Sprache 1:1 übersetzen. Translations. I showed you 37 different Arabic Qurans. Bible, Bible, one. We have King James, NIV, SIV. Those are translations in English only. King James, it's a hard English. I don't read it. It's too hard for me. I read NIV, you know? Hör mal zu, guck mal. Es gibt zum Beispiel die Offenbarung, das Buch Offenbarung, wurde im 18. Jahrhundert erst in der russisch-orthodoxen Kirche angenommen. Das steht bei Wikipedia. Und es steht, dass die syrianische Bibel, hat die Offenbarung immer noch nicht in seinem Bibelkontext. Das steht bei Wikipedia. Also gibt es unterschiedliche Bibeln. Was? Nochmal, Umberto. Bei Wikipedia steht, dass das Buch Offenbarung erst im 18. Jahrhundert von der russischen... Oh, warte kurz, bis alle wieder da sind, Umberto. Warte kurz, bis alle wieder da sind, weil Babylon ist, glaube ich, nicht da. Flexa ist, glaube ich, nicht da. Warten wir, bis die Brüder da sind, damit die auch alle das mitbekommen, was du hier erzählst. So, ich erzähle nur, was bei Wikipedia steht, Leute. Da steht. Ja, aber schau mal, mein Lieber. Wir kennen die orthodoxen Bibeln und die römisch-katholische Bibel. Mhm. Egal auf welcher Sprache oder egal welche Übersetzung, die sind alle gleich. Verstehst du? Das ist das Problem. Und im Koran weichen von der Anzahl die Suren voneinander ab. Es sind 14, 16, 17, je nachdem. Und auch total verschiedene Übersetzungen. Mhm. Guck mal, Bruder, du bist, kommst aus der Türkei, glaube ich. Ne? Syrian, wahrscheinlich auch aus Mardin. Hör mal zu. Mhm. Es gibt zum Beispiel, wenn du Wikipedia aufmachst, da stehen, wie viele Bücher die katholische Bibel hat, wie viele Bücher die Dings hat, die evangelische, und die katholische hat mehr Bücher als die evangelische. Im Alten Testament. Die haben da was. Lass mich dir das erklären, weil ich kenne mich damit aus, mein Lieber. Schau. Erzähl mal. Bis zum 15. Jahrhundert gab es die evangelische Bibel nicht. Also das hat Luther, der hat sich gespalten von der römisch-katholischen Kirche und hat sich selber, sagen wir mal, eine Kirche gegründet. Okay? Jetzt hat er statt den 76 Büchern, hat 66 nur verfasst, die anderen 10 hat er rausgetan. Das ist keine Bibel. Das ist keine Bibel für uns. Mhm. Die ganze Orthodoxie, jetzt pass auf, die ganze Orthodoxie, sprich, sind glaube ich 15 byzantinische orthodoxe Kirchen. Und die östlichen Kirchen sind einmal die syrisch-orthodoxe, armenisch, koptisch, Eritrea und Äthiopien sind nochmal 5. Das sind 20. Und die römisch-katholische sind 21 apostolische Kirchen, die wo ein und dieselbe Bibel haben. Ne? Nur in verschiedenen Sprachen. Okay? Ist ja auch normal, ist ja legitim. Hm? Ja, natürlich. Es ist aber trotzdem die gleiche Bibel. So, jetzt kommt 1500 Jahre später ein Heretiker, das ist dieser Luther, ne? Und dann tut er 10 Bücher von der Bibel weg und bei uns, pass auf, ich lese es dir ganz kurz vor, dass du weißt, was das für eine Bedeutung hat, wenn man sogar nur einen Wort daraus nimmt oder dazu fügt, was die Bibel dazu sagt. Das ist in der Offenbarung, das ist genau die letzte Seite von der ganzen Bibel. Mhm. Jetzt pass auf. Und wer etwas wegnimmt von den prophetischen Worten dieses Buches, dem wird Gott seinen Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Okay. Hast du das jetzt verstanden? Ja. Schau, Humberto,
Bei uns ist es klipp und klar festgelegt, festgesetzt, wenn die Bibeln, wenn man sie auch übersetzt, wenn man Wörter vom Sinngemäß her nicht richtig übersetzt, dann ist es keine Bibel mehr. Fertig. Deswegen haben wir jetzt 21 apostolische Kirchen. Ne? Mhm. Das ist sehr wichtig. Apostolische Kirchen. Sie haben alle ein und dieselbe Bibel, egal auf welcher Sprache du sie lesen solltest. So, unsere Bibel ist nicht verfälscht, die ist eins. Da gibt es keine zwei oder drei oder vier oder fünf Bibeln. Nur das Problem jetzt im Gegenzug beim Koran, es gibt tatsächlich 37 verschiedene Korane. Das ist nun mal ein Fakt, da können wir nichts dafür, die haben ja nicht wir geschrieben. Nee, nee, das habt ihr nicht geschrieben. Das ist auch so wie den... Schau, lieber Humberto. So, und jetzt hast du 37 Korane vor dir. Jetzt nimmst du von mir aus 3-4 Stück, okay? Kontrollierst du. Aber die sind nicht gleich. So, welchen von denen wirst du jetzt folgen? Dem Original? Aber welcher von denen ist der Original? Das Original da? Das weißt du ja nicht. Okay, aber guck mal. Die Frage ist doch hier, dass du gerade das Buch Offenbarung als... Beweis non plus ultra genommen hast. Das Problem ist aber die Offenbarung. Wie gesagt, im Wikipedia steht, dass im 18. Jahrhundert erst die orthodoxe Kirche das angenommen hat, dass die syrianische Kirche das immer noch nicht akzeptiert hat. Dass das in der Bibel von der syrianischen Kirche die Offenbarung gar nicht drin ist. Ja, aber das stimmt doch nicht, mein Lieber. Das ist doch gelogen. Das steht bei Wikipedia, kannst du auch machen. Ja, aber Wikipedia ist doch kein Beweis, dass du sagst, es ist legitim, das, was da drin steht. Wir wissen, in der syrisch-orthodoxen Kirche, von der ersten Stunde, wo die Kirche in Antakya gebaut wurde, bis jetzt, ist die Johannes-Offenbarung drin. Wir haben Bibeln, die fast 2000 Jahre alt sind. Okay, dann steht in diesem Bibel, die 2000 Jahre alt sind, die Stelle bei Markus am Ende steht gar nicht drinne, zum Beispiel. Und andere Stellen. In den Originaltexten. Messi, Habibi. Ja. The Syro-Aramaic reading of the Quran. Syrio means Syriac, okay? I heard you saying a lot of times Syriac. Syrio Aramaic, same thing. Quran in Syriac. First manuscript, Syriac. Yes. The Christian who wrote the Quran, it was in Syriac. Quran. Watch. Quran. I challenge any Muslim in the world to read this. Any Muslim here. Any Muslim. You cannot read it. You cannot read it. If you bring me somebody who can read that, I'll take my shahada. Promise. Hast du es verstanden, was gesagt hat? Nicht alles. Übersetzt. Schau her, das hier. Übersetzt du es aber. So, das ist syrisch-aramäisch geschrieben, das hier. Dieser Koran ist auf syrisch-aramäisch geschrieben und zum Lesen. Der erste Koran ist auf syrisch-aramäisch geschrieben. Das können die Muslime nicht lesen. Die Aramäer können das. Der erste Koran ist auf dieser Schrift verfasst worden von einem Aramäer. Ja, und das kann man auch beweisen, das kann man auch belegen. Bruder, es geht mehr um den Inhalt des Koran. Watch. Was ich glaube. Messi, Habibi. There is a video about it, explaining it. If you go on and read it, the Syro-Aramaic reading of the Quran, there is a video on YouTube. They talk about it. Okay, kann ich mir mal angucken. Wieso ich den Koran glaube, das solltet ihr mal vielleicht fragen. Das ist nämlich die Hauptsache. Aber du hast gerade eben selber gesagt, der Koran hat Widersprüche und im Koran steht drin, wenn der Koran Widersprüche hat, ist das nicht das Wort von Allah und Mohammed ist gleichzeitig ein falscher Prophet. Und wie kannst du jetzt dann daran glauben? Das habe ich sarkastisch. Wenn du eben selber gesagt hast, der Koran hat Widersprüche. Das habe ich doch nur gesagt, damit ihr mich antworten lässt, damit ich die Widersprüche im Alten Testament mit Moloch,
mit dem Menschenopfer, mit einem Gott, der neue Gott. Ah, jetzt springst du auf was anderes. Beantworte mir noch eine Frage. Also hat der Koran doch keine Widersprüche, oder wie? Man muss. Babylon, warte, Leute, ganz kurz. Babylon, my brother. Babylon, are you here? Ja, ganz kurz, Flex. Warte kurz. What's up, brother? Babylon, show me all the Qurans. I saw something, but show me the Qurans. Okay. Warte kurz, Aram. Ja. Ah, oh, du Billah, wie viele Qurans gibt es? All Arabic Qurans. And this is only 26, huh? This is only 26. There is 37 okay, Arabic Qurans. 37 Qurane? Yeah. Why? Warum? Yeah. Why? All different, why? Huh? All different meanings. Mm-hmm. I can show you now. Wait, I'll prove it. Es gibt noch Videos, die das erklären, aber egal. Guck mal, die Botschaft des Korans, das Hauptbotschaft, wieso wir erschaffen worden sind, ist... Watch. Two different Korans, I'll show you. Only two, huh? I can find you 5,000 from two different Korans. Differences. Ich schreibe das auf. 37, oh sorry, TikTok Sport, 37 Koran. Okay. This verse, 37, 12. Quran, 37, 12. In Arabic. Oh, this is from Hafs Quran. Hafs, yeah. Mm-hmm. Hafs. Mm-hmm. And it says, Bal ajabta. You see this little line here? This one? Make sure you see it, huh? So it says, Bal ajabta wa yaskharuna. And in English, it says, but you wonder, while they mock. Okay, good translation. Make sure you remember this one, you. Now we go to Khalaf Quran. This one was Hafs. This one is Khalaf. Where's the problem? The problem is here, the vowel. Bel ajabtu. The other one was ajabta. This one? Bel ajabtu. Wa yaskharuna. Mm-hmm. Remember, there was a little line. Now it's a pigtail. See it, the pigtail? This one? It's a little line. This one? It's a pigtail. And it's a vowel. In Arabic we call it harakat. Look, remember this one says, it says, but you wonder. This one, it says, oh, this one is Allah talking to somebody. You wonder. Allah is talking to somebody. Yes. Here. Here it says, Allah saying, but I wonder. So Allah said, I wonder, not you wonder. Wow, so while, many fierce teaching. Really fierce while teaching. They mock. So one vowel, guys, changed the whole meaning from you to I. And this is only one. I can show you 5,000 in between two Qurans. And you have 37 Qurans. Imagine. Yeah. Yes. Aber Leute, ich muss ganz ehrlich sein. Das ist eine Irrlehre hoch 10. Das ist eine Irrlehre hoch 10. Okay. A'udhu billah. A'udhu billah min ash-shaytan ar-rahim. Messi, Habibi, come to Jesus, brother. Come to Jesus. One God, one Jesus, one Savior, brother. Only one Bible, not 37. Now, oh, you want me to show you that you have two, three gods in the Quran? Give me a second. Ja, aber ich muss auch drauf antworten können, Mensch.
Ja, warte, warte, Kollege, ich bin gleich wieder da. Weil ich bin ganz ehrlich, ich bin echt enttäuscht. Puh. Ich bin gleich wieder da. Sind wir in der Inquisition jetzt? Who wants to read it in German? Because I'm gonna read it in English and in Arabic. Who wants to read it, please? In German. So in it German. Makes sense to him. In German, okay. Yes, please. 17, 17, 1. Quran chapter 17, verse 1, please. Okay. Can you read it and I'll follow you when you're done, or I can read it and we can go together step by step, which one you like? Babylon, I can't read it in Arabic or in English too. Good, I can read it in English, but I don't understand good English. No, in German. You read it first in German to him, and then we go step by step. Okay. Translate it in German. I can read it. Can you translate? No. I mean, if you pull it up on your own side. Oh, you want me to translate in German? Okay. Nein, Adam, er liest es auf Englisch und du sollst das bitte auf Deutsch aufmachen. Er wird es erklären, Schritt für Schritt. Er liest es auf Englisch und du machst die Sure 14.1 auf. Sure 14? 17.1. 17.1. 17. Ja. Ja, also Sure 17, Vers 1. 17.1. Okay, it's okay. Hi, guys. You read it in English and I in German, yes? Yeah, read it first, and then we go and go step by step. Hi, Kim. Hi, and I show support here, بس يخرب بيتك. ولك اليوم ولك. ده بريطانيا ولا وين؟ ممكن. هاليوم نص ونص، نص ونص. الله أكبر. الله أعوذ بالله. Okay. Go ahead, Habib. Will you begin or I? No, you. When you're done, you stop, okay. And then we can go step by step. It's okay. Surah 17, verse 1. Leute, ganz kurz, Leute. Yeah. Erstmal begrüßen wir unsere Schwester Kim, die ist jetzt hochgekommen. Darf ich fragen, was dein Anliegen ist? Schwester Kim, hallo? Kim? Deutsch, Bruder. Hi. Wie bitte? Can you speak German, Kim? No, Arabic and English only. Okay, no problem. Nur Englisch und Arabisch. Okay, no problem, Kim. Just stay here and listen. This is very crazy. Yeah, I speak other language. Okay. Yeah. All right. Okay. Also, Sure 17, Vers 1. Humberto, bitte mithören. Ehre sei ihm, der seinen Diener nachts von der heiligen Moschee zur Aqsa-Moschee brachte, deren Umgebung wir gesegnet haben, um ihm unsere Zeichen zu zeigen. Wahrlich, es ist Gift, o Allsehender! Und wir gaben Moses die Schrift und machte sie zu einer Anleitung für die Kinder Israels. Nehmt ihr euch nicht einen Vormund außer mir, die Nachkommenschaft, deren wir mit Noah getragen haben, wahrlich, er ist euer dankbarer Diener und wir haben beschlossen an die Kinder Israels im Buch. Du wirst gewiss zweimal Verderben im Land verbreiten und große Überlegenheit verkünden. Wenn is that also verse one? Brother, only one verse, not the whole chapter. Okay. 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 Only one verse, yeah. I have read three or four verses. I know, I was like, when he's gonna stop? Okay, just read the first verse one, just one. Okay. Oh, it's all right. Ehre sei ihm, der seinen Diener nachts von der heiligen Moschee zur Aqsa-Moschee brachte, deren Umgebung wir gesegnet haben, um ihm unsere Zeichen zu zeigen. Wahrlich, es ist Gift, o Allsehender. Beautiful. So let's begin from the beginning. Allah's talking, right, Messi? Yeah. This is Quran. Allah's talking. So, my brother, I don't know who was reading. Aram, you were reading? Yes. Tell me the first two words. Were you reading in Germany? Ehre sei ihm. Oh, and it says, Allah's talking, and it says,
Come on, stay here. Okay. Holy is he. Allah is saying, holy is he. Read it again, Aram. Here is I. Who's he? If Allah's talking, he should say, holy I am. He's talking about myself. Not okay. Holy is he. He, who, who, who. He, okay. He, who. Wow, das sind ja viele Fehler. Okay, let's read. A'udhu billah, a'udhu billah. So in Arabic, Subhanalladhi. Messi, just read. Ronaldo's playing. Babylon, Ronaldo today. You, Messi, wait. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram, masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Okay. Alladhi barakna hawlahu. Barakna. Go ahead, read it, brother. Brachte deren Umgebung. Okay, read. Okay, Ehre sei ihm, der seinen Diener nachts von der heiligen Moschee zur Aqsa-Moschee brachte, deren Stop. Umgebung wir, deren? Stop. Ja. Okay. Who, we, here, it says we, right? Und ihm unsere. We, who is we? Allah's one. Who is we? Who is right. We? Right. Der hat recht. Also Allah sagt hier wir. Wer ist wir? Wenn okay. Allah men, sagt wir. Okay. Men ayatina innahu huwa. Read, brother, read. Um ihm unsere Zeichen zu zeigen, oder? Huwa, him. 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 Huwa. Indeed. Indeed. He alone. He. Allah's talking. Who's he? Again, he. Who's he? Allah's talking about somebody else. He. We. You know, him. You know, the translation yes, of German, it's not so good, you know? Oh, okay. It's not so good. In English says, indeed, he alone. He's alone. Is all hearing, all seeing. Allah's talking. Wahrlich, and it's a war, Zeichen Habib. Zeigen, dann sagt er, let me please read it a little in German. Wahrlich, es ist Gift, O Allsehender, und wir, we gave Moses. O Allsehender, you see, now, the all see, mein Gott, Milena, tu du lieber übersetzen. We don't know how they translated it in Hebrew. Maybe. Ja, also hier in dem Vers, wurde 17.1 sagt, ja, Babylon, wen meint Allah, also wer heißt Allah, weil ich habe hier diese Übersetzung im Namen Allahs, den Al-Barmas und Al-Barmherzigen, preist bei dem, der seinen Diener bei Nacht von der geschützten Gebetsstätte zur fernsten Gebetsstätte, deren Umgebung wir gesandt haben, reisen ließ, damit wir ihn etwas von unseren Zeichen zeigen. Er ist ja der Allhörende, der Allsehende. Die Frage ist, wer spricht da? Wer wird da gepriesen? Wer wird da gemeint? Here, read this. Does it say something right here? This is you know, Netherlandish. Netherlandish. Oh, sorry. Okay, give me a second. I thought I had it right. Oh, German. Here we go. Hey. Okay. Heilig ist er. Schau mal, das sind totale andere Übersetzungen. Heilig ist er, der seinen Diener des Nachts von der heiligen Moschee in Mekka zur weiter entfernten Moschee in Jerusalem trug, deren Umgebung wir gesegnet haben, damit wir ihm einige unserer Zeichen zeigen konnten. Wahrlich, er allein ist allhörend, allsehend. Okay. Also im Ganzen drum und dran, ich muss kurz, Babylon, one second. He, go ahead. Also eine Sache habe ich jetzt verstanden. Das ist voller Fehler. Okay.
Okay, interessante Ansicht. Es gibt sieben, Moment, Leute, Humberto. Okay. So, wir haben jetzt herausgefunden, also ich wusste nichts davon, ich sag dir ehrlich, wir haben 37 Korane, komplett verschiedene Versionen, komplett, wow, also ich will das nicht glauben, ich kann das nicht glauben. Keiner, im Islam gibt es keine. Bruder, diese Lüge beeinflusst Menschen heute noch, 1400 Jahre später. Weißt du, wie ich meine? No, but seriously, guys, seriously, we have 37 Korans. Okay. So that means we have 37 updates. And we have 3 million, we have 3 million hadiths. And then there were one guy who came inside, he said, we have 50 million hadiths. So that means it's full of, wow. Wait. You forgot the tafsir. You forgot tafsir. Die Tafsire, ne? Wow. Die Tafsire erklären, and Shia, Sunni, Ahmadiyya, different. Yes. Die kommen noch dazu, dass die so verschieden sind. Oh, bitte, Humberto. Ja? Ich mache mich jetzt extra laut, Humberto. Ja. Bitte sag deine Meinung. Ich will deine Meinung. Bitte, Humberto. Meine Meinung? Ja. Diese unterschiedlichen Hafs, Koran und so, das ist, wie du schon gesagt hast. Brother. Hafs? No, wait. Hafs, Koran? Hafs, he's a Shia. He's a Shia, he's not Sunni. Hafs. Nein. Das ist egal. Guck mal, was ich sagen würde, ist, dass es arabische Dialekte gibt. Und das ist das Unterschied. No Arabic dialect, no, because you cannot prove to me one Arabic Quran that we have today, and I will challenge you to bring me any Quran in any other dialect. You cannot. I challenge you. Humberto. Ich muss dich diese Frage stellen, Bruder. Bitte. Es ist für mich sehr wichtig. Also 37 Versionen, okay? Und 37 verschiedene Sachen. Mhm. 3 Millionen Hadithe. Der andere kommt rein, der sagt 15 Millionen Hadithe. Humberto, ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich zu der Religion sagen soll, Humberto. Ja, jeder kann glauben, was er will. Wir sind ja in Deutschland, oder? Im Religionssachen gibt es keinen Zwang, keine Nötigung. Zum Beispiel. Ja, doch, im Islam gibt es Zwang. So, aber die andere Sache ist die, wie kannst du denn mit deinem Gewissen vereinbaren, jetzt immer noch Moslem zu bleiben, wenn du weißt, der Koran ist eine Lüge und eine Erfindung einfach. Humberto, ich will nur deine Meinung. Koran ist für mich das absolute moderne, sogar für das moderne Menschen ist der Koran das einzigste Buch. Okay, also, gut. Aber du hast gesagt, das ist kurz Flexer. Ganz kurz bitte, Flexer. Er sagt für moderne Menschen, ihr sollt ja eigentlich leben, ihr sollt leben wie die ersten Folger Mohammeds. Was für modern. Das heißt normalerweise, wenn die Scharia kommt und wie auch immer, wenn es alles so läuft, wie ihr Muslime es wollt, dann TikTok, dann gibt es morgen kein Handy. Verstehst du, wie ich meine? Ja, das ist... Ja, das ist nicht für moderne Menschen. Wovon redest du denn? Ja, dann lass mich ja, doch mal... Aber warum ist es für dich modern? Wir haben Scheidungsrecht. Im Koran gibt es das Recht, andersgläubig... Weil ihr uneheliche Kinder, weil ihr Muslime uneheliche Kinder abstreiten könnt, oder was? Lass ihn mal reden, bitte. Wir haben das Recht, dass Juden, Christen, wenn sie ihre Steuern bezahlen... leben dürfen, was ja in Europa, ich zum Beispiel, ihr seid so. Oder hast du gehört, was er sagt? Hast du das gehört? Juden und Christen dürfen leben, wenn die Steuer zahlen. Musst du die mal geben. Wir dürfen leben, wenn die Schutzgeld zahlen. Musst du die mal vorstellen. Lass ihn bitte reden. Lass ihn doch mal aussprechen. Du darfst das doch nicht mit heute vergleichen. Du musst das für damalige Zeiten vergleichen. In Europa
hätte es keine Syrianer gegeben. In Europa hätte man keine Kopten überleben lassen im Mittelalter. Die wären alle hingerichtet geworden. Aber im Islam seid ihr, dank Islam lebt ihr noch. Dank Islam, dank dem Islam seid ihr, das meine ich damit. Natürlich, heute braucht keiner Steuern bezahlen. Wir sind moderner geworden. Wir müssen uns weiterentwickeln. Wir dürfen nicht diese Koranstellen. Guck mal, die Sache ist die, alles, was du da redest, alles, was du da redest, erfindest du dir jetzt gerade, oder das ist das, was dein Kopf dir vielleicht sagt. Aber das ist nicht das, nicht das, was in Saudi-Arabien gelebt wird. Verstehst du? Das, was du da erzählst, das ist gerade so deine kleine Fantasiewelt. In Saudi-Arabien gibt es auch Christenkirchen, musst nur googeln. Nur bei Mekka und Medina gibt es keine Christen. Aber sonst bei Riad haben wir Kirchen, wir haben da chinesische Humperdo. Humperdo, warte, stay. Ihr habt keine Ahnung, glaube ich, wovon ihr redet. Warte. Das ist was. Humperdo. Warte, Humperdo. Gar nicht überlebt. Die darf Christen ich ein bisschen sind. Mit dem Humperdo reden, liebe Jungs? Humperdo. Der Koran. Der Koran. Ist er für dich für immer gültig oder muss man den ändern? Der Koran gibt Ansätze. Zum Beispiel, wenn im Koran steht, dass die Frau die Hälfte erben soll, müssen wir das so verstehen, dass für damalige Zeiten die Frauen das Recht bekommen haben, Erben zu bekommen, also Geld zu bekommen. Das war ja vorher nicht der Fall. Und wir mussten das heute weiterentwickeln. Der Koran hat einen Weg eröffnet. Und heute sagen wir, die Frauen bekommen das Gleiche wie der Mann, weil Gott diesen Weg geöffnet hat. So muss man verstehen. Okay, legitim, gebe ich dir, da sage ich, okay, lass mal das so. Okay? Aber wie ist es, wenn wir jetzt hier deinen Koran aufschlagen und Suren widersprechen sich? Yani, in einer Sure sagt er so, in der anderen total umgekehrt. Yani, das ist ein totaler Widerspruch. Was sagst du dann dazu? Bruder, du bist doch Christ, oder? Ja. Hast du mal die Bibel gelesen, Neues Testament? Ein bisschen. Ja, da gibt es doch auch Widersprüche. Nein. Echt? Okay, nennen Sie mir. Nennen Sie mir, bitte, Bruder. Bezieht sich gerade auf auch. Also er hat gesagt, es gibt auch Widersprüche. Also das heißt, er hat gerade nochmal zugegeben, dass der Koran Widersprüche hat. Nein. Bitte, Jungs, lass mich ein bisschen mit dem Leben, Humberto. Guck mal. Humberto, schau mal her. Lami Shaitan Rajim, hör mal zu. Das habe ich Humberto, ich habe nur gesagt damit, ganz kurz. Pass ja mal die eigene Nase. Das wollte ich damit sagen. Ja, ganz kurz, mach mal. Das will ich ja eben. Pass mal selber die eigene Nase. Es ist okay, verstehe ich. Jetzt pass auf, ich kann es dir aus deinem Koran zeigen mit Quelle. Kannst du es mir aus der Bibel mit Quelle zeigen, dann lese ich mir das durch. Natürlich. Okay? Natürlich. Okay, wir schlagen beim Koran. Aber hör mal zu, Herr Kollege. Ihr stellt immer Fragen. Lass mich doch mal anfangen. Okay. Und dann fängst du an. Weil ich. Ich über mein Thema. Zum Beispiel, wie gesagt. Mach mich bloß ein bisschen. Okay, wie gesagt, zum Beispiel, wir haben da einen Gott im Alten Testament, ein anderes Gottesbild. Und dann sehen wir im Neuen Testament ein anderes Gottesbild. Wir sehen Verfluchung vom Menschenopfer im Alten Testament. Wir sehen, wie Gott andauernd in jeder Stelle Blut sehen will im Neuen Testament. Ohne Blutvergebung keine Blut. Nenn uns bitte den Vers. Humberto. Ja. Ein Vers. Hebräer 12. Da sagt Gott, ohne Blutvergießung keine Vergebung. Warte, okay. Ich habe die Bibel gelesen oder hast du jetzt gerade gegoogelt? Ich lese das vor. Hebräer was? Hebräer was? Das Blut von Jesus wird doch andauernd erwähnt. Ganz kurz. Hebräer 12. Muss doch mal meinen Eindruck dranbringen. Er hat schnell bei Google eingetippt, Widersprüche in der Bibel. Hat er schnell bei Google eingetippt. Mensch, ich hab das im Kopf. Guck mal, es gibt doch, an jeder Stelle wird doch das Blut Jesu erwähnt. Humberto, Humberto, bitte nicht philosophieren. Jetzt habe ich Hebräer, da schau, Hebräer 12, Vers. Okay. Zeig mir den Vers. Moment, musst du nur googeln. Ohne Blutvergießung keine Vergebung. Nein, ich werde nicht googeln. Du gibst mir jetzt den Vers, ich hab die Bibel auf. Ich gebe dir das. Vergießen. Ohne Blutvergießung. Humperdo.
Wir brauchen Hebräer 9,22. 9,22. Okay. Gut, ja, lesen Leute, lasst mich lesen, weil ich bin gut darin, das zu. Moment. Also ein Gott, der nur vergeben kann, wenn Blut fließt. Das ist ja ein super Gott, du. Ja, ja, alles gut. Wir lesen jetzt diesen Supergott gleich. Moment. Ich wollte gerade sagen, ich gehe stark davon aus, dass es einfach ein bisschen zu hohes Deutsch für dich ist, mein Bruder. Okay, alles klar. So, wir lesen das jetzt, dieses brutale Deutsch. Moment, weil ich bin in der deutschen Sprache mächtig. Deswegen warte kurz, Bruder. Ich kann es ja auch lesen, ich habe jetzt auch gemacht. Bruder, ich bin mächtig der Sprache, glaub mir. Okay. Warte kurz. Du bist ja gar nicht voreingenommen. Prima. Hebräer, warte. 9,22. Ja. Okay, dann lies mal vor. Ich bin ganz Ohr. Da steht bei Luther Bibel 2000. Nein, Humberto, warte. Aram, lies mal vor. Ich höre dir gut zu. Mhm. Fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne dass Blut vergossen wird, gibt es keine Vergebung. Durch solche Mittel müssen also die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst aber erfordern wirksame Opfer. Denn Christus ist nicht in ein von Menschenhand errichtetes Heiligtum hineingegangen, in ein Abbild des Wirklichen, sondern in den Himmel selbst. Okay, stopp, Aram. Humberto, du hast dich selbst widerlegt, Bruder. Alles klar, wenn du das sagst. Okay, Aram wird es dir auch gleich erklären. Ich glaube, Aram weiß, was ich gleich sagen werde, aber ich lasse das Aram sagen. Okay, weiter. Nein, sag du lieber, komm. Nein, Bruder, lies weiter. Okay, wo sind wir? Ein Abbild des, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor Gottes Angesicht zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst viele Male zu opfern, denn ist nicht, warte mal, wo bin ich jetzt? Denn er, mein Gott, es ist so blöd, wenn ich da draus lese. Mensch, hat sich Jesus nicht geopfert? Wieso reden wir darüber? Jesus hat es doch geopfert, Blut vergossen. Yeah. Das, ist, ja. das weiß doch jeder Christ. Ja, du hast aber gesagt, wir müssen Dinge opfern. Oh mein Gott, jetzt sagst du was ganz anderes. Humberto. Das meine ich doch damit, Mensch. Ein Gott, der ohne Vergebung, also ohne Blutvergießen, nicht vergeben kann. Er ist auf die Erde gekommen, um für unsere Sünden zu sterben. Er hat sich selber für uns geopfert. Das sagst du. Was ist Humberto. Warte, Aram. Humberto. Guck mal, der Bruder Babylon hat dir so viele Sachen gezeigt, Bruder. Und jetzt kommst du mit einem Vers, mit Blutvergießen etc. Ich dachte, du wolltest mir was ganz, ganz Schlimmes sagen, dass der Gott gesagt hat, es muss ein Blut. Bruder, der ist gekommen, um für deine Sünden zu sterben, weil hätte er das nicht gemacht, wären wir auf Ewigkeiten verdammt. Er musste kommen und etwas für uns tun. Sonst würden wir den Weg zu ihm nie wieder finden. Wir wären immer mit Sünden. Und es würde nie bereinigt sein. Okay, Humberto. Gut. Das ist deine Philosophie. Für mich ist das... Nein. Humberto. Ich verstehe die deutsche Sprache grammatikalisch. Humberto, warte. Humberto, verlangt er von dir ein Opfer, dass du dich... opfern sollst, dass dein Blut vergossen wird oder von deinen Kindern oder von irgendjemandem? Wo? Ja. Wo? Denn Jesus sagt, der mir nicht folgt zum Tod, der wird sterben, wer mir folgt, der wird leben. Und was das hat er richtig. Gemacht? Er hat Selbstmord gemacht. Also wir sollen das auch machen, oder was? Humberto. Aram, warte. Humberto. Du hast gerade bewiesen, Humberto, du hast gerade bewiesen, dass du die deutsche Sprache nicht verstehst, Bruder. Alles klar, Bruder. Alles du verstehst klar. Die deutsche Sprache nicht. Kennst du die Stellen doch. Nicht? Das sagt er mehrmals, Jesus. Er sagt, denn ich bin nicht Humberto, gekommen, um zu stiften, Humberto, öffne mal bitte, guck mal, Humberto, warte. Tod, der wird leben. Bruder, Humberto. Öffne bitte deine Augen und öffne deinen Herzen und höre einfach nur zu, Bruder.
Okay, erzähl es dann. Was meint dann Jesus damit mit diesem Satz? Aram, bitte erklär es ihm nochmal, weil ich bin heute sowieso sehr enttäuscht. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um nicht Frieden zu stiften, sondern das Schwert zu bringen. Und er hat es ja auch ganz klipp und klar gesagt, wie das gemeint wird. Jeder, der wo ihm folgen sollte, wird hier auf dieser Welt verfolgt werden von den anderen, die wo nicht ihn angenommen haben. Aber im nächsten Leben werden wir ewiglich mit ihm leben. Und diejenigen, die wo ihn nicht annehmen, werden im nächsten Leben nicht ewiglich mit ihm leben. Aber Jesus fordert doch euch auf, ihm zu folgen zum Tod. Er sagt doch, wer mir folgt zum Tod, der wird leben. Wer mir nicht folgt, der wird sterben. Du verstehst das Wort, glaube ich, gar nicht. Kann das sein? Was redest du da? Sagt er, dass wir selbst... Kennt ihr nicht die Humberto, red kein Schmarrn. Okay, jetzt das machst du mich schon ein bisschen. Das ist Stellen aus dem Neuen Testament. Wir haben da red doch kein Quatsch. Guck mal in die Geschichte. Wie viele Sekten haben Massenselbstmord gemacht? Christliche Sekten. Wieso? Weil sie diese Stellen wörtlich nehmen. Welche Christen Guyana, haben selbst. In Kenia, in Indonesien, in China haben sogar Christen sich versammelt, haben Selbstmord gemacht. Was redest du dafür einen Schmarrn? Das waren Sekten, das waren keine Christen. Ja, für dich. Aber die haben diese Stellen wörtlich genommen. Deswegen Humberto, warte, Leute, ganz kurz. Hey, just a moment, man. Humberto, ja? hier lügst du bewusst, hier verdrehst du bewusst. Das zeigt deinen antichristlichen Geist in dir. Du bist der deutschen Sprache so sehr, sehr mächtig. Okay. Nur willst du hier irgendwelche Satanisten zum Christentum dazu zählen, wo sie überhaupt mit Christen nichts zu tun haben. Die Bibel verurteilt jeden Menschen, der wo Selbstmord begeht, in die ewige Verdammnis. Also komm mir nicht daher und dass du das hier das alles verdrehst. Mein Lieber, wir kennen die Bibel. Okay. Also tu nicht verdrehen. Schau mal hier, Humberto. Nehmen wir mal an, ich verdrehe. Ruhe. Hör zu. Wenn du etwas über die Bibel wissen willst, wie ein Mann, der wohl lernen will, gerne beantworten wir dir mit Gottes Hilfe jede einzelne Frage, was in der Bibel ist. Okay. Gerne, aber verdreh nicht und tu nicht versuchen, irgendwie auf Brechen und Biegen irgendetwas zu widerlegen, wo kein Widerspruch da ist. Ich kann dir wortwörtlich aus deinem Koran viele Suren raussuchen, wo sie sich widersprechen. Hier sagt er so, drüben sagt er anders. Guck mal, über das gleiche Thema. Jetzt pass auf. Du kannst an diese Stellen. Die Bibel verurteilt jeden Selbstmörder in die ewige Verdammnis. Also komm mir nicht daher, dass man die Bibel falsch versteht und deswegen sich die Leute umbringen. Hör auf damit. Das ist einfach gelogen, verlogen und eine Dummheit. Das kannst du auslegen, wie du willst. Es gibt Sekten, die haben das umgesetzt. Wenn einer sich einer teuflischen Sekte anschließt und dem Teufel gehorcht, kann das Christentum nichts dafür, mein Lieber. Ja, aber wenn das Christentum wörtlich diese Sachen sagt, Jesus, wer mir folgt zum Tod, der wird leben, was hat er gemacht? Er hat sich geopfert am Kreuz. Wo steht es, dass er sagt, wer mir bis zum Tod, so wie er gekreuzigt wurde, ihm folgt, dann wird er ewig leben. Wo steht es in der Bibel? Komm, zeig es mir. Guck mal, es steht in zeig der Bibel. Humberto, zeig es mir. Ihr die ich zeig dir alles aus deinem Koran. Zeig mir aus der Bibel, dass das so drin steht. Kennt ihr echt die Stellen nicht? Das sagt er nicht einmal, das sagt er dreimal mindestens. Okay, im 19. dann zeig doch diese Stelle. Okay, wer mir nicht folgt, muss ich noch mal googeln, weil ich habe das. Wer mir nicht folgt in diesem Leben, wird im nächsten Leben nicht auferweckt werden. Das ist was anderes. Er sagt zum Tode, wer nicht mit mir stirbt, der wird nicht leben, sagt er. Wer mir nicht folgt. Okay, dann zeig mir das, wo das drin ist, dass er sagt, wer nicht mit mir stirbt. Zeig mir das. Bitte. Folgt. Ich bin ganz ohr. So, Humberto doesn't like Hadith, only Quran. Told. He don't accept Hadith. He's only Quranese. Okay. Give me the big screen.
Mach ihn mal groß. Okay, okay. Babylon, Babylon. Mm. Habibi. You wanted to explain us because you wanted to explain us Surah 17, Ayat 1. You didn't explain it who's talking there. Allah's talking to somebody else. Allah's saying, to whom? I don't know, another God. And I will show you that Allah's praying also. Yes. In the Quran. Okay. Yeah. So, okay. Humberto Messi, mm-hmm. Quran chapter 4, verse 59. Chapter 4, verse 59. Surah 4, mm-hmm. Ayat 59. 59, yeah. Mm-hmm. Surah 4, Ayat 59. Okay. Kur'an var mı üzerinde? Bakıyorum şimdi. Tamam. Okay. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. He's talking to you, Muslim. You Muslims who believe, obey Allah. وأطيعوا الرسول. Obey the Prophet. وأولياء الأمر. And the scholars. Who are these scholars? Ibn Abbas, Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, all these imams, scholars. Allah's telling you to obey Allah, the Prophet, wa awliya al-amr, scholars. What's scholars? Milena, what's a scholar? Scholar is gilirti. Gilirti. Gilirti, okay. In English, look how I translate it, and you see how it's translated by them. O you who believed, Muslims, obey Allah, obey the Messenger, Muhammad, and those in authority among you, the scholars. So Quran only, no good, kafir, from this verse only. Now, let's go to Allah is praying. İşte bak o yüzden tefsirsiz Kur'an'ı doğru düz anlayamazsın yani. Okay. Haklı. Ja, sag mal, was steht denn da? Ich weiß es nicht. Ne diyor? Anlamadım ben ne dediğini. İşte sen oku. Sen Kur'an var ya üzerinde Türkçe. Ha, hangi, war das 54 oder? 459. Ach 59. Ja. Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Babylon, which verse was it? Yeah. Can you repeat it? Damit will sagen, dass ich den Hadithen folgen soll. The prayer? Allah is praying? Yeah. No. Yeah, Surah 4? No. Damit will sagen, dass ich den Hadithen glauben soll, ja? Yeah? What are you talking about? Nein. Oh, the other one? The one before? Doch. Babylon. The ayat before 59, yes? Yeah, 59. Chapter 4, Elidokus. First, yes. 59. Okay, was ist das Problem da? Problema, you Quran only, no good. You gotta obey Allah. Mm-hmm. You obey the Prophet and the scholars. Evet. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Ibn Abbas, Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah, Qurtubi, Tabari, Jalalain, Ibn Kathir. All these, you gotta obey these. Quran only, no good. Tek Quran. No good. Doğru düz yani çıkmaz yani tefsirleri. Heh, diyor ki yani hadislere inanayım, alimlere inanayım ama bu ayetten bu çıkmaz. Das kann man nicht raus lesen. Çünkü weshalb, weil da steht Resule itaat, also dem Propheten folgen. Ja, ich folge ja dem Propheten. Der Prophet sagt im Koran, wer mir folgen will, ich rufe zu Allah, die sollen auch zu Allah rufen. Ich muss nicht in die Hadith rufen. Was interessiert mich das, wie der Prophet geschlafen hat, wie der gegessen hat? Das interessiert mich alles nicht.
Ja, okay, now we go. Du musst doch nach seiner Sunna leben, Bruder. Nee, muss ich nicht. Ich bin kein Araber. Ich muss kein Turban oder mit einem Kleid durch die Gegend laufen. Ja, das, did he say, Kleid, das ist das ja. Oh, what did he say, Araber? Ich bin kein Araber. He's not Arabic. He mustn't. Okay, wait, guys, I have to say something. Okay, wait, ich muss was sagen. Ich muss kurz was sagen, Leute. Leute, ich muss kurz was sagen. Bruder, Humberto, Humberto, hörst du mich, Humberto? Humberto, hörst du mich? Okay, Bruder, guck mal. Du lehnst Hadithe, du lehnst Tafsire ab, du lebst nicht nach der Sunna. Bruder, das hat nichts mehr mit. Du bist kein Moslem, Bruder, du bist raus. Mach mich ganz kurz groß, bitte. Mach mich ganz kurz groß. Babylon, just a moment, please. Mach mich mal ganz kurz groß. Abu Hanifa hat alle Hadithe abgelehnt. Jetzt schau her. Wir lesen das hier auf Türkisch, ich und du, mein lieber Humberto. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, tamam mı? Peygamber'e itaat edin ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Ya ne demek oluyor burada? Tamam. Tamam, itaat edin. Ich folge ja dem Propheten. Dem Propheten, aber der sagt nicht nur dem Propheten, der sagt Allah, dem Propheten und den Gelehrten. Tamam, die Gelehrten, die dem Propheten folgen. Wer sind das? Das sind meine Mutazile-Imam. Imam Nazam, Imam Alad, Imam Humberto, Humberto. Ja, bak şimdi canım, gerçekten yani, bak canım, bu kadar da yani tamam, olmaz. Was ist da nicht zu verstehen? Ich verstehe. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, das ist deine eigene Interpretation. Ich wette mit dir, wir fragen 10.000 Moslems, 9.999 sagen garantiert, das ist richtig hier, wir müssen auch die Gelehrten befolgen, ne? Du sagst nein. Doch, ich sage doch, ich befolge nur nicht die sunnitischen Gelehrten. Wir haben noch unsere eigenen Welche Gelehrten? Warte mal, welche Gelehrten nimmst du dann an? Wo steht denn hier, dass du deine Gelehrten selber aussuchen kannst? Wie steht das hier? Hüseyin Atay, Mustafa İslam. Wo steht das? Aber wo steht hier, dass du dem Hüseyin Atay folgen sollst? Wo steht das? Ja, das sind doch Gelehrte. Ja, aber wo steht das, dass man ausschließlich nur denen folgen kann? Ja, weil steht das? Wieso soll ich dann ausschließlich den Sunnitischen folgen? Wo steht das? Ja, aber mein Lieber, schau hier, dann stimmt hier was nicht. Ihr habt ja viele Gelehrte, ne? Wenn hier jetzt nicht explizit drinsteht, welche, und da steht den Gelehrten, dann nennt man die Sahih, yani. Yani nasıl diyeyim Türkçesi nasıl oluyor? Sahih. Ja, ich weiß, sahih. He? Tamam. İşte sahih onları kabul etmelisin canım. Tamam işte kabul ediyorum ben. Benim hocam. Yok, sahih Buhari'yi kabul etmiyorsun. Ya sahih Buhari'yi kabul etmiyorsun. Daha später gekommen, Bruder. Wie soll ich denn? Buhari'yi kabul etmiyorsun. Seine Bücher sind verfälscht. Was ist mit Da wird Gott als Mensch dargestellt manchmal. Da wird erzählt, wie er mit Aisha geknutscht hat. Das, im Koran ist das verboten, was man mit der Frau macht, anderen zu erzählen. Wieso soll der Prophet sowas erzählen? Oder wieso soll Aisha sowas erzählen? Das Haram. Haram. Ja. Ask him, how many times he prays a day? How many times? Okay, it's all right. Humberto, wie oft betest du am Tag? Oh. Bitte nicht lügen. Bruder, was hat das damit zu tun jetzt? Meinst das, du ist eine, oder drei? Das ist eine Frage. Du Humberto, Bruder, Humberto, wie oft betest du? Fünfmal. Jetzt wird er sagen, ehrlich? Woher hast du das? Aus dem Hadithen. Aber ja. guck mal. Ja. Wie gesagt, Mutezile Imam sagen, was im Koran steht. I love you, Humberto. I love you, brother. I love you too. But you're wrong, Habibi. You're running. But Islam is no good, brother. It's no good. Believe me. Bei Matthäus 10,34 steht, dass sie ihm zum Tode folgen sollen. Matthäus 10,34, warte. Ihr müsst bis 37, warte mal, wo? Milena. 38, und wer nicht sein Kreuz auf mich nimmt und mir nachfolgt, das ist ein Desaster, Milena.
Wer sein Leben findet, der wird es verlieren, wer es. Weiß ich schon lange nicht. Das ist ein komplettes Desaster. Das ist ja wohl. Das ist ein Hieroglyphen. Das sind Hieroglyphen. Flexi, guck mal, ich will doch auch mal Fragen stellen. Guck mal, ich bin ja einer, der Irrelehre verbreitet, ja? Wir sind doch hier. Ja, ich verbreite doch Irrelehre. Matthäus 10, Vers 38. 38, das müsste ja auf der anderen Seite sein. Nein, es ist hier, okay? Das fängt, glaube ich, hier an. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. 10,34. Nee, 10,38, ja. Entschuldigung. Hey, tamam. Ich fang bei 37 an, ist doch. Ja, okay. Sorry, ja. Okay. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. So, und was ist jetzt hier bitte Schlechtes oder Ungewöhnliches daran? Was sagt ihr das aus, bitte? Das sagt mir aus, ich sage das nicht. Das ist nicht meine Meinung. Das haben diese Sekten... haben das so ausgelegt, dass sie eben Massenselbstmord gemacht haben. Jesus zum Tod gefolgt und sind gestorben. Das ist in der Geschichte passiert. Humberto, auch die ersten Humberto, Christen, die das gemacht haben. Humberto, ja. Nimm's mir nicht böse. Ich bin sehr respektvoll und ich liebe meine muslimischen Brüder und alles. Aber ich mag keine Lügner. Du bist ein Lügner. Das ist kein Lügner. Das ist, wenn du dir brauchst nur die... Doch, Bruder, du bist ein Lügner. Okay. Aber Humberto, wir lesen mal, was macht man mit Lügnern? Hast Humberto. Du mal Petrus 2 gelesen, also zweites Brief? Humberto, schau, hier steht, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Er ist Gott, das ist normal. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Okay. Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren, wer es aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Wo ist jetzt hier bitte das Gefährliche daran, wo, sagen wir mal, die Menschheit irreleiten tut und sich und die Menschen zum Tode führt, dass sie sich Selbstmord begehen? Wo, ich verstehe, ich lese da nicht daraus. Du kennst doch den Golgatha-Weg von Jesus. Bitte? Golgatha-Weg. Wir gepeinigt wird, ausgepeitscht wird und dies und das. Ich sage das nicht. Es gab Christen, Sekten, noch die das wird. Humberto. Bitte schweif nicht aus. Schau her, du hast gesagt, Matthäus 10, 38, das verführt oder er verlangt die Menschen, dass sie sich umbringen. Wir erlesen das hier nicht. So, hast du noch etwas vorzubringen? Sonst würde ich ein bisschen gerne mit einem Koran ein bisschen fortfahren, dass wir zeigen. Ein Punkt noch. Ja, bitte. Gerne. Zum Beispiel, ich bin einer, der Irrelehre verbreitet, noch nach eurer Aussicht. Und bei Petrus 2, also zweites Brief von Petrus 2,12 steht, und sie sind wie unvernünftige Tiere, dass man sie fängt und schächtet. Also das ist die Liebesbotschaft, ja? Das ist dann wie sagt man da, Milena? Mein Gott, mein Herz schaltet ab um diese Uhrzeit. Das ist Metapher. Das ist ein Gleichnis. Das ist dann in Gleichnisse gesprochen worden. Aber du weißt, dass das die Christen im Mittelalter gemacht haben. Was? Mit Andersgläubigen. Nein, das stimmt doch nicht. Doch. Die haben ganze Sekten ausradiert im Mittelalter. Die Waldeneser, die Albeneser, die Hussisten, die Katharer wurden alle vernichtet mit Kind und Hof. Humberto, Humberto, ja, pass auf, mein Lieber, falls es Menschen gemacht haben sollte, die Bibel verurteilt diese Vorgehensweise, das stimmt doch nicht. Wieso? Schau, wenn es Menschen, die wo sich Christen genannt haben, diese Sachen vollbracht haben sollten, gemacht haben sollten, kann die Bibel nichts dafür, kann das Gesetz unseres Herrn Jesus Christus nichts dafür, das kann das Gesetz der Kirche nicht dafür, denn die Kirche und das Gesetz der Bibel
verurteilen solche Sachen. Du sollst nicht töten, also du sollst nicht morden. Du sollst deinen Nächsten lieben. Wir sollen Frieden verbreiten. Wir sollen auch für unsere Feinde beten. Okay. Stimmt das so? Stimmt das so? Ja, natürlich. Eine Frage. Wer in den Händen vom lebendigen Gott fällt, der wird... Also Jesus sagt auch bei Lukas, bringt sie zu meinen Füßen und schächtet sie. Wenn er wiederkommt. Ja, wenn er wiederkommt, sagt er das, ne? Als König. Ne? Er gibt ja dein Gleichnis. Jetzt pass auf, Und es gibt Christen, Humberto, die behaupten, dass sie in Persona Christi handeln. In Persona Christi. Das heißt, dass sie durch Wirken von Jesus handeln und dass sie die Helfer sind von Jesus und die machen das. Die machen das. Es gab solche Christen, die das gemacht haben. Die gemeint haben, dass sie in Persona Christi handeln. Die katholische Kirche macht das öfters. Und die denken, jetzt können sie Leute bestrafen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Jetzt lese ich diesbezüglich aus dem ersten Galater, war das, glaube ich, oder? Galater 1. Also ganz ehrlich, Humberto, du redest einfach irgendwelche Wirrwarr. Du hast gegoogelt, das ist so quasi wie das Buch in der Bibel. Alles klar. Ja, es ist nun mal so. Okay. Leider Gottes ist es so. Ich wünschte mir, dass du tatsächlich in der Bibel richtig lesen würdest, weil jeder Mensch, der in der Bibel liest, kann nur profitieren davon. Okay. Also, sehr gut gesagt, Adam. Also ich würde glauben jetzt, weil Adam Apfel gegessen hat, wurde Gott Fleisch und hat sich nageln lassen und wir sollen sein Blut trinken und sein Brot essen. Okay, ich muss kurz eingreifen. Also das ist doch Humberto. Das ist doch Humberto. Greif mal ein, das ist Blasphemie. Ganz kurz, Humberto. Okay. Humberto, ja. Wir haben genug von dieser Lügenshow. Also ich habe diese TV-Show eröffnet, ja, um wirklich den Islam ein bisschen kennenzulernen. Ja. Heute ist genug. Ich habe mir sehr viele Lügen jetzt die Tage angehört. Ich habe mir 1000 Updates die Tage gehört. Ich glaube, ich bin zu einem Entschlusspunkt gekommen, wo ich sage, okay, gut, jetzt weiß ich, was die Wahrheit ist. Und am Ende des Tages, ich bin ganz ehrlich, Leute, es ist jetzt spät. Wir sollten schlafen gehen. Wir haben über Esel, wir haben über Ziegen, wir haben über Affen und alles Mögliche jetzt gehört. Ich denke, es gibt nichts mehr bei euch, was man noch besprechen könnte. Holt die Affen aus dem Zoo. Ja, das ist genug jetzt. Also ich denke. Aber nee, ich gerne dem lieben Freund zeigen. Das sind nur zwei Stück. Oder was willst du mir zeigen? Nicht mal der Name steht fest. Wie heißt er? Jesus heißt er oder wie oder was? Du erzählst zum Beispiel, hast du gerade erzählt, dass die Familie, schau mal her. Und Maria, schau mal her. Jesus sagt zu Maria, wer bist du, Weib? Humberto. Maria, zu Jesus sagt er es. Humberto, schweif nicht aus. Jetzt schau her. Elmalalı Hamdi yazır. Tamam mı? Çok geçerli değil mi? Ja. Nee. Tamam. Ja, okay. Was, nee. Was? Das ist der beste Übersetzer. Was redest du? Ich lese andere, egal. Egal, ist gut. Mhm. Jetzt pass auf. Bakara Süresi 256. Okay. 256. Also, Sure 2, Vers 256. Wir lesen es auf Türkisch und der liebe Freund, Bruder Humberto. Dinde zorlama yok. Doğruluk sapıklıktan gerçekten ayrılmıştır. Artık her kim putları inkar edip Allah'a inanırsa işte o kopmayan en sağlam kulpa yapmıştır. Allah işitir, bilir. So, dann lesen wir in Tövbe Suresi. Muss ich aufschlagen, aber. Ich habe eine Frage. Humberto, wie bist du auf diesen Namen gekommen, dieser Humberto?
Das ist bei Serie Preacher, bei Amazon ist das eine Serie. Das ist der Gott, wird Rentner, fährt mit einem Harley durch die Gegend und er hat einen behinderten Sohn. Und eine Sekte will ihn zum Gott machen. Ja, ist eine interessante Serie und der heißt Humperdo-mäßig. Aber Bruder, okay, verstehe, okay. Ach du Scheiße. Preacher heißt die Serie. Preacher, okay. Yeah, give me the big screen. Da wird die Kirche schön auseinandergenommen, sagen wir es mal so. Ist sehr interessant. Humberto, do you know the Quran came for Arabs only? Dann mach ihn mal kurz los. Wir lesen das schnell und dann gehen wir zu ihm kurz rüber. Jetzt pass auf, schau. Leute, ich muss schlafen gehen. Ich muss schlafen gehen. Ja, ganz kurz. Das ist der Widerspruch. Jetzt schau mal hier. Was haben wir vorhin gelesen? Ja. Kein Zwang, keine Nötigung. Obwohl im Neuen Testament Jesus sagt, nötig sie, dass man Humperdo, schweif nicht aus, okay. Schweif nicht aus. Im Christentum gibt's Nötigung. Okay. Das ist Sure 9, Vers 5. O okay. Haram olan aylar çıktı mı, artık diğer müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Aha. Yakalayın, hapsedin okay. Ve bütün geçit başlarını tutun. Eğer okay. Tövbe ederler ve namaz kılıp zekatı verirlerse yollarını açın. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır. Çok okay. Merhamet edicidir. Ha, ich kenne. Ja, und ja, hey, das ist doch der totale Widerspruch gegenüber Sure 3, Vers 256. Ist das echt ein Argument von dir, was du bringen willst? Das ist echt, das ist leider armselig. Weil wenn du die Sure vorher liest, da steht die Leute, die den Vertrag gebrochen haben. Was redest du da für einen Quatsch? Wir lesen hier in Sure 3, Vers 256, im Islam gibt es kein Zwang. Aber die Leute, die Krieg führen und den Vertrag brechen. Jetzt, Moment, und hier in Sure 9, Vers 5 sagt, die musst du töten. Bruder, das sind, wenn du Sure 107 liest bei Töbe Suresse, bei Töbe, dann wirst du erkennen, wer damit gemeint ist. Was redest du? Hier ist Sure 5. Jetzt willst du zu der Sure wie viel? 100? 107. 107. Was hat jetzt die 107 mit der 5 zu tun? Da geht es um Leute, die sich als Kannst du mir sagen, was die 107 mit der Sure 5 zu tun bei der gleichen Ayat? Kannst du mir das sagen? Die Sure Töbe, da handelt es sich um Munafix und Leute, die den Vertrag gebrochen haben. Und da gibt es Munafix, Ebu Amir el-Rahib und als sein Das steht aber nicht so, wie du das jetzt hier sagst. Ja. Es steht drin, dass die Andersgläubigen. Ja, da steht wörtlich im Koran, Munafiks, die haben eine Moschee gebaut und haben sich als Muslime getarnt. Bei Töbe, Sure 107. Bei Töbe, hier, bir de inadına zarar vermek, inkar etmek, müminlerin arasını ayrılık sokmak ve daha evvel Allah'a ve peygamberine savaş açmış birine gözcülük yapmak için tuttular. Ja. Bir mescit yaptılar. Ja. Jetzt pass auf, das ist Töbe. Das ist Töbe Süresi. Mhm. Okay, und das ist auch Töbe Süresi. Was heißt das jetzt? Ich meine, was willst du? Damit will ich sagen, dass eine Vereinbarung gab zwischen den Mischriks und den Propheten und die haben die Vereinbarung gebrochen. Und nachher haben die auch, die waren das so weit gebracht, dass. Mischrikler Kim. Wer sind die Mischrikin? Mischrikin sind die, die gegen den Propheten Kriege geführt haben. Hä? Was, Herr? Das gab doch mehrere Kriege zwischen denen. Bedir, Hunain. Und dann haben die eine Moschee erbaut und haben so getan, als wären sie Muslime. Aber wo steht das hier? Wo steht das hier drin? Ich sehe es hier nicht. Bei 107 steht das. Oh mein Gott. Oh mein okay, Gott. Leute. Gemacht haben, eine Moschee erbaut haben und sich als Messi, 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 Messi,
Ask him, Aram, ask him, who knows the hour, please? Who knows the hour? Yeah. Where kennt Allah? No, don't say Allah. Who knows the hour? Just a question. Wer kennt die Stunde, sagt er. Who knows the hour? The hour. Yeah. Stunde? Wer kennt die Stunde? Messi. Wer die Stunde kennt? Ja. God? Das ist, ich kenne die Stelle, was er mir jetzt vorsagen will. Da steht er, und mit dem er ist nicht Jesus gemeint, das ist Messi. Who knows the hour? God, only God? Yes or no? Yeah. Only God? Yeah. If I show you that Jesus knows the hour in the Quran, will you follow Jesus? Da steht nicht Jesus, da steht O heißt dur, er. Dur. Diyor ki ben şimdi senin için Kur'an'dan göstersem İsa saati biliyorsa Müslümanlığı terk edecek misin? Kur'an'ın içinde çıkartacak sana. Ich kenne noch die Stelle, was er mir vorlesen will. Ama İsa saati biliyor. Da steht nicht Jesus. Ama işte o diyor ki sana gösterecek Kur'an'ın içinde yazıyor. Soll er mir zeigen, soll er mir zeigen. Dur o zaman ama yani öyle söylüyor. Jesus knows the hour in the Quran. Hangi ayet, welche Sure? Ja, das ist egal. Er sagt dir, wenn er dir das aus dem Koran zeigt, dass Jesus die Stunde kennt, wirst du dann den Islam verlassen? Will you follow Jesus? Because that means Jesus is God. He knows the hour. Babylon, show us, please show us. Just a moment. Don't tell us now. Just a moment. Umberto, işte söylüyor sana. Diyor ki, wenn ich dir hier jetzt aus dem Koran zeige, dass Jesus... Leute, das ist der letzte Punkt, und dann gehe ich schlafen. Ja, Leute. Ja, die Stunde kennt. Wirst du dann Christ und folgst dem Jesus? Ja oder nein? Ich kenne dir auch die Stelle, was er mir zeigen will. Aber du sagst doch, dass Jesus das weiß das nicht. Also er wird es dir zeigen und beweisen, dass es im Koran zeigt, dass Jesus die Stunde kennt. So, Kollege, und du hast vorhin gesagt, die Stunde kennt nur Gott. Guck mal, so. wenn das so stehen sollte, werde ich bestimmt kein Christ, lieber werde ich ein Buddhist oder Hinduist oder bete einen Baum okay. Okay, dann machen wir es anders. Nein, dann machen wir es anders. Verlässt du dann den Islam? Nein, werde ich nicht verlassen, weil die Stelle kenne ich. Aha, das heißt, du bist gar nicht. Du bist gar nicht. Wer möchte, Satan muss bleiben. Ja. Ach so ist es. Ach ja. So. Der Flex will schlafen gehen. Leute, der Flex will schlafen gehen. Babylon soll uns. Babylon, please show us in the Quran. Okay, ich will zum Abschluss was sagen. Moment, Milena, ich will zum Abschluss was sagen. Okay, give me the big screen. Humberto, yeah, wait. Humberto, das hat mit dir keinen Wert. Du musst zum Dinger gehen, damit die Djinns erstmal vertrieben werden, Bruder. Bruder, Djinns sind Leute, die sich verstecken und sich verstellen, so was ihr gerade macht oder gemacht habt. Ja, ist ja kein Problem, aber ja. Bruder, erst Djinns weg und dann reden wir, Bruder, weil das funktioniert nicht. An die Ladies and Gentlemen, die hier alle zugehört haben, ich liebe euch. Und zweite Sache ist, Djinns sind keine Menschen, aber okay, Humberto, man merkt, du hast von deiner eigenen Religion keine Ahnung, aber es ist nicht so schlimm, Bruder, das ist normal. Ne? Ja. Aber am Ende des Tages sage ich dir ganz ehrlich, mein muslimischer Bruder, wir lieben dich. Ja. Und an die ganzen Fans, die hier sind, die hier zugeguckt haben, mitgehört haben, Leute, ich liebe euch, fühlt euch gedrückt. Ne? Das war die beste TV-Show heute überhaupt. Und ich sage euch, Leute, ich habe eine riesen Notiz mir hier aufgeschrieben. Und morgen oder übermorgen, Leute, ich sage euch ganz ehrlich, Leute, das wird richtig witzig hier drin. Das wird richtig witzig. Ja. Lexa, alles schön und gut. Aber wir wollen den Vers bitte noch von Babylon sehen. Bitte, okay, Babylon, das, mach mal ihn noch das, groß. Dann geh ich schlafen. Noch das und dann ja. Mach ihn groß. Mach ihn groß.
Pompeo. Okay, guys. Guys, watch Quran chapter 43, verse 61. Okay. Take a picture. 43. Don't talk. Just listen. Just listen and learn. Listen and learn. You know the shit. Chapter 43. Messi. Yeah. Chapter 43. Verse 61, open your Quran. Ich kenne noch die Stelle. Ja, du kennst angeblich alle Stellen. وَإِنَّهُ لَعَلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرَنَّ بِهَا وَاتْمَعُونَ هَذَا صُرَاطًا مُسْتَقِيمٌ. Beautiful verse. And indeed, Jesus will be the knowledge of the hour. The knowledge of the hour. This in between the two brackets, you don't read it because it's been added. Jesus will be knowledge of the hour in the Quran, guys. In the Quran. Jesus is God in the Quran. He knows the hour in the Quran. Amen. Wo steht Amen. Jesus da? Wo steht Jesus da? Amen. Wo steht Jesus da? Ich habe den Namen nicht gelesen. Chapter 43, verse 61. Please show us the name Jesus there. Wo? Da steht. Da. Damit ist Jesus. Der Koran gemeint. Koran ist damit gemeint. Was ist das für eine Katastrophe? Leute, das ist ja geil. Zeig mir doch mal, wo Jesus steht. Was ist das für eine Katastrophe? Wow. Also ganz ehrlich, Umberto, ich hätte dich nicht so listig gehalten. Ganz ehrlich. Watch. Jesus. Watch. Another one. Jesus. And surely you must wait. Another one. Mohsen Khan. Jesus. Hamdi reingeschrieben. Hamdi. Where is Hamdi, coward, son of Mut'a? Manuj. In Klammern haben sie das reingeschrieben. Guck mal, wisst Jesus, ihr, he's God in the Quran. Kollege, das ist deine Interpretation. Das ist falsch. Quran, no Hadith. Quran. Mu'tazila, yes, Mu'tazila. Ja, Mu'tazila. Arab, Mu'tazila, not Turkish, Arab. Yeah, oh, guys, do you know what Allah said? Listen, do you know what Allah said about Arabs in the Quran? The biggest disbelievers and munafiqeen, hypocrites in the Quran. Allah said about the Arabs in the Quran. Kollege, das steht Klammern haben die da Jesus reingeschrieben. Die sind perfekt. Yeah. Have a good day, guys. God bless you all. Love you. See, Messi, come to Jesus, brother. Come to Jesus. It will be easier. You don't have to run all the time. Jesus, den Morgenstern, ja, der gefallen ist. Nee, danke. Jesus, he's without the only one in the Quran without sin. The only one. Der richtige the only one. The only one. In the Quran, he is the only one without sin. Okay, wait, Babylon. Jungs, warte, Leute. Hör mal zu, Humberto, wir werden stark für dich beten. Ne? Wir werden stark für dich beten. So, auf jeden Fall, Leute, fühlt euch alle gedrückt. Ihr könnt alle folgen, ja, die noch nicht folgen, bitte folgen, ne, Leute. Es wird morgen, übermorgen wird es richtig lustig hier, Leute. Babylon, thank you, you're a real lion. Aram, ihr seid richtige Löwen. Und an alle, die hier sind, Leute, ihr seid die Besten. Wirklich, Liebe geht raus. Babylon, I love you so much, my brother. You're amazing. Yeah, Babylon. You're a machine, bro. God bless you all. It's all for the glory for our Father. Nothing for me, nothing for nobody. It's all yes, for yes, his yes. glory. All for his name. Und zum Abschluss bitte alle einmal Amen. Amen unten teilen. Amen. Halleluja, Bumbasi. Alles Babylon. Ja. Babylon. Aloho Amu. Aloho Sa'adlo.
hat wie Eile so. I mean, Basim Rab, hey, Basim Rab, Amin. You too, Basim. Dankeschön, Leute, dankeschön, Leute. Okay. GG. Bye bye, Leute. Bye bye. Good night, guys. Bye bye. Good night. Good night. Bye bye. Auf Arabisch Original ist das Beste von Original. Ja, okay, dann. Ja, dann ist es so. Was soll ich sagen, meine Brüder und Schwester? Ich weiß es auch nicht. Jede Übersetzung, ungefähre Übersetzung. Leute, es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Oh Gott, es wird immer schlimmer. Okay, na gut, wollen wir mal. Hoch. Shalom, mein Bruder, wie geht's dir? Hi. Hi. Warte mal kurz. Morf, ich lese deine Nachricht nachher. Ich habe das, glaube ich, noch nicht erhalten. Lies es doch. Jetzt, wie geht's dir? Gut, danke. Wie geht's dir? Ach so, du bist eine Frau. Oh mein Gott, tut mir leid. Tut mir leid. Okay. Was tut okay. Ja, erstmal Gottes Segen an dich. Dir auch so, danke. Danke schön. Wenn du wirklich auf der Wahrheit, auf der Suche nach der Wahrheit bist, findest du das richtig, dass du hier in TikTok Leute fragst oder deren Verhalten nach urteilst, ja, so sind Muslime. Findest du das richtig? Warte mal, Schwester, ich glaube, du hast was komplett verpasst. Ich habe hier niemanden geurteilt, sondern ich habe gesagt, die lügen alle. Ja, warte doch. Kann sein, dass viele lügen, kann sein. Okay, so, Schwester, eine ganz kurze Frage. Und ich habe mir eine Notiz zu Hause gemacht und ich habe von 3 Leuten, 4 Leuten ein Ja bekommen. Okay, ein Ja bekommen und von die natürlich nicht wirklich eine Ahnung haben, die haben gesagt, nein, es ist nicht authentisch. So. Ist Sahih al-Bukhari, ist es eine authentische Version, ja oder nein? Ja, aber und jetzt Moment. Gelassen habe. Nein, jetzt hörst du mich. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig, Schwester. Du hast mir jetzt eine Antwort. Du hast mir jetzt gesagt, ja oder nein, ne? Das ist aber nicht gerecht, weil dann urteilst du oder lässt du darauf urteilen. Oh, sie hat ja gesagt. Jetzt sage ich noch schnell mein Argument. Nein, du musst mich auch schnell ausreden lassen. Sahih al-Bukhari kann nicht einfach irgendjemand lesen. Nicht einmal ich kann das jetzt sofort verstehen. Wozu gibt es denn Islamschulen? Wozu gibt es Gelehrte? Nicht einmal die können das verstehen. Dafür gibt es deutsche Schwester. Da, es gibt 5 Voraussetzungen, ob ein Hadith überhaupt glaubwürdig ist, weil das hat ein Mensch geschrieben. Beim Koran ist alles perfekt und darf man nichts abstreiten, aber Hadithe muss man hinterfragen, aber es kommt drauf an, welche Quelle, du hast recht, du hast mich jetzt eine Frage gestellt, ist das richtig? Aber dann gibt es wiederum Leute, die extra was verfälschen und das darf man hinterfragen als Muslim. Also es heißt in eurem Koran, es heißt also, es gibt in eurer Religion Leute, die eure Bücher und Sachen und Hadithe und Tafsir verfälschen. Verstehe ich das richtig? Natürlich. Aber das ist, dann führen die euch ja komplett in die Irre. Nein, das ist ja alles dann. Wir können nicht in die Irre führen, weil Gott hat uns 5 Voraussetzungen gegeben, wenn dieser Hadith angenommen werden darf oder nicht. Ja. Das heißt, wenn etwas den Koran widerspricht, dann dürfen wir den nicht annehmen. Es gibt so viele Sekten. Schwester, guck mal, wer die Hadithe und die Tafsire ablehnt, ist raus aus dem Koran. Wusstest du das? Warte mal, bist der du ist raus aus dem Islam. Bist du ein Moslem? Schwester, die Großgelehrten sagen selber. Nein, Schwester, ich urteile nicht. Ich höre das. Okay, Schwester, lass mich kurz ausreden, bitte, lass mich kurz. Ich bin sofort weg, du kannst so lange alles machen. Nein, Schwester, lass mich doch kurz was sagen. Lass mich doch was sagen. Guck mal, du kommst in den Stream rein, du respektierst mich gerade gar nicht. Schau mal, ich kann nicht die ganze Zeit live. Du respektierst mich nicht. Guck mal, ich sag dir ein paar Wörter und danach kannst du die ganze Zeit darüber reden. Ich bin ja dann nicht mehr da. Ich will dich was fragen. Ja, frag mal. Oh Mann, Schwester, warum lässt du mich nicht ausreden? Jetzt mal ohne Spaß, warum bist du so auf einmal so aggressiv? Ich hab dich so gut... Nein, man muss doch auch dafür
Stell dir mal vor, ich frage dich jetzt, was du über der Bibel. Aber du bist so aufbrausend, du bist so aggressiv auf einmal. Warum? Weil ich das nicht mehr sehen kann im Internet. Jeder Stream, Islam, Islam, Islam. Habt ihr keine Hobbys, Alter? Habt ihr keine eigene Religion? Warte mal, warte mal, warte mal. Aber warte mal, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich suche, ich versuche, Fragen zu stellen, ganz normal. Ich habe niemanden angegriffen. Als normale Muslime draußen, du kannst doch nicht von jedem erwarten, dass er die Religion komplett... Komm runter, bitte, komm runter, bitte. Jede Frage, die sofort beantworten kann, so wie ein Christ. Okay, 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 Schwester, ich frage dich jetzt eine Frage, bitte, okay? Ich bin Gott froh, dass du hier bist, okay? Panischer, ich nehme dich gleich hoch, einen kleinen Moment. Guck mal, Schwester, ich frag dich mal etwas. Und ich will deine ehrliche Antwort, was du davon hältst. Zum Beispiel habe ich gestern gefragt gehabt, hey, weil mich das ja so interessiert, habe ich dann die Jungs gefragt, hey, wenn man jetzt als Märtyrer stirbt, ja, und wenn man jetzt, sagen wir mal, im Namen von Allah, im Islam, in den Himmel ist, okay, dann bekommt man ja diese 72 Jungfrauen. So, dann habe ich gesagt, okay, gibt es eine authentische Hadith? Ja, so. Und dann habe ich den Kollegen gefragt, hey, das ist doch dieser Sahih XY al-Bukhari zum Beispiel oder was auch immer. Und dann hat er gesagt, ja, dieser Hadith ist authentisch. So, das heißt also, wenn man jetzt im Himmel, okay, wenn man jetzt im Himmel, ja, diese 72 Jungfrauen hat, da habe ich den Kollegen gefragt, ja, was macht man denn mit diese 72 Jungfrauen? Weil mich interessiert das ja so gerne. Ja, okay. Und dann hat er gesagt, warte, warte, ich bin noch nicht fertig. Und dann hat er gesagt, du kannst... Deswegen will ich auch noch sagen, was ich habe. Warte, warte, ich bin noch nicht fertig. Du kannst gleich reden. Und dann hat er gesagt, du kannst jede Frau, alle 72 besteigen und dann erneuert sich diese Jungfrau, dieses Häutchen, erneuert sich immer wieder. So, Schwester, ich habe jetzt eine Frage. Ist das okay so? Findest du, das ist okay? Ist es cool? Ist es schön? Also wenn das okay ist, sag du es mir. Als erstes musst du verstehen, was der Islam bedeutet, was das ist und erst urteilen. Schwester, du schweifst ab vom Thema. Ausreden, oder? Oder? Du schweifst vom Thema ab, aber okay. Du hast das Thema aufgemacht, obwohl ich dir eine andere Frage gestellt habe. Du hast einfach ein Thema, was du heute aufgemacht. Ich bin hierher gekommen und ich, auch mein ganzer TikTok ist nur, um die Leute aufzuklären. Wenn ihr wirklich was über Islam wissen wollt, liest den Buch, liest das Buch, versteht es. Wenn ihr immer noch nicht verstanden habt, immer noch Fragen habt, dann geht zu Gelehrten, okay? Wenn ihr das immer noch nicht verstanden habt, es gibt Deutungsbücher. Und das mit den Hadith, was du gesagt hast, natürlich, ja. Mein menschlicher Verstand wird denken, boah, das geht doch nicht, das ist falsch, das geht nicht in meinen Kopf rein. Aber dann bist du dir sicher, dass der Typ, der dir das erzählt hat, seine Quelle, was er da alles interpretiert, richtig ist? Oder ich habe die selber aufgeschlagen, die Quelle, okay. Das hat gepasst. Warum gehst du nicht mit deiner Quelle, wenn du wirklich wahrhaftig bist, zu einem richtig gebildeten, gelernten Moslem? Schwester, warum packst du hier Schwester, aus dem Internet, damit du den Islam, Schwester, Entschuldigung, wenn ich das sage, Schwester, ein bisschen in den Dreck ziehst? Warum? Findest du Schwester, schön, wir haben die Seiten aufgeschlagen. Es war authentisch. Du kannst mir jetzt nicht sagen, wir verstehen. Okay. Guck mal, wir hatten sogar gestern einen gehabt, der Arabisch reden kann. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment, Schwester, wir hatten gestern jemanden hier drinnen gehabt. Er konnte Arabisch. Ich hab gesagt, Bruder, wehe, du lügst mich an. Ich hab gesagt, bitte lies mir das vor. Und dann hat das vorgelesen, hat das alles komplett übersetzt. Es hat gepasst. So. Und meine Frage an dich jetzt. Ja? Ich will nur die ehrliche Antwort haben. Also, es sei okay, 72 Jungfrauen im Himmel, sagen wir mal, dass der Mann alle 72 Jungfrauen besteigt. Ist das okay? Selber in der Hand haben, das Buch. Und dann auf Arabisch lesen und dann kann ich es erst glauben, weil alles, was auf Deutsch ist, ist ungefähre Übersetzung. Und dann erst... Okay, es war auf Arabisch. Es war auf Arabisch, Schwester. Okay, aber ich selber, eine Frage. Ich selber, habe jetzt das Buch nicht zu Hause. Ich kann aber jetzt im Internet nachschlagen. Könnte es. Du hast das Buch nicht zu Hause. Du bist Muslima. Nein, habe ich nicht. Genau wie du. Also warum nicht? Wie alle christlichen Bücher zu Hause hast. Nein, 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 nein. Bibel gibt es nur eins. Natürlich haben wir. Wir haben nur eine. Wir haben nur eine Bibel, meine Liebe. Ihr habt ja. Altes Testament. Nein, nein. Wir haben Neues Testament. Ja, und das ist alles eins. Viele verschiedene Bibeln. Ja, aber Schwester, ihr habt 37 Koranversionen. Wusstest du das? Ja, 36 Korane. 46. Hör mal ganz kurz zu. Es gibt 37 Arten von verschiedenen Leuten, die das übersetzt haben. Aha. Okay, und bei der Bibel, warte mal, und bei der Bibel, wie ist das da? Bleibt Arabisch. Wie ist das bei der Bibel? Das sind also, sage ich mal, zig verschiedene Bibeln oder auch andere Übersetzungen? Warum ist sie jetzt weg?
Die ist weggegangen, weil die Frage wird zu hart. Das ist das Problem. Und es ist nicht mal böse gemeint, aber die ist jetzt geflüchtet. Ja, das ist leider so mit denen. Ja. Also das ist ja nicht böse gemeint, ja, also an die Muslime, das ist ja nicht mal böse gemeint, aber wow, also ich mein's ja nicht böse, aber huh. Bro, ich würde sagen, wir machen das in Zukunft anders da. Wir reden nicht mehr darüber, dass es 72 Jungfrauen gibt, sondern wir reden einfach darüber, was die Bezahlung für diese 72 Jungfrauen ist. Vielleicht fällt denen das dann leichter, weißt du? Weil die heißen ja nicht umsonst Huris, ja? Und das Wort sagt ja schon so einiges über sich aus. Ja, aber die ist einfach geflüchtet. Ich wollte sie eigentlich ganz nett fragen, so, hey, warte doch. Aber sie hat geschrieben, ich habe einen Anruf bekommen, ich melde mich wieder. Abu, dann ist gut, dann ist alles okay. Lass sie, dann soll sie halt irgendwann mal wiederkommen. Ja, das wird ja. Ja, was soll ich sagen? Jetzt hat der Dinger geschrieben, Habibi, geh mit Hamdi Fitra live, du kriegst Antworten, bis du satt wirst. Bruder, Habibi, der Hamdi ist gestern geflüchtet. Gestern waren wir mit Babylon und Aram waren wir hier. Ich habe gesagt, Hamdi, komm, ich schick dir diese Dinger, Animation, dieses in TikTok. Wir haben gesagt, schick sogar. Wir schicken ihn sogar ein R, haben wir gesagt, wenn er hochkommt. Ich hätte ihn sogar dieses Kamel geschickt. Ohne Spaß jetzt. Ich habe sogar zu Hamdi gesagt, ich schick dir Kamel. Das kommt so. Bro, was heute passiert ist. Debatten TV hat mir vorhin geschrieben, ja? Und hat gemeint, hey, sag doch nicht, dass Hamdi vor dir weggerannt ist. Weil ich habe noch kein Video dazu gesehen, dass das stimmt, dass er die Debatte angenommen hat. Dann habe ich gesagt, sorry Bro, habe ich vergessen dir zu schicken. Dann bin ich natürlich auf Telegram und habe ihm das Video geschickt, ja, wo Hamdi ja ganz klar die Debatte angenommen hat, wo es halt darum geht. Ich wollte halt gerne klären, wie viele Djinns seinen Propheten geritten haben. Ja. Warte mal, ganz kurz, Punisher. Weil guck mal, ich habe nicht lange Zeit, also fix, Leute. Jetzt, chill mal. Das ist ein respektvoller Channel. Bitte keine Beleidigungen hier, Leute. Das ist. Ich suche nach der Wahrheit und ich möchte, wie gesagt, nur Klarheiten. Alles gut. So, jetzt holen wir den mal hoch. Ganz kurz, Punisher. Boah. So, erstmal, Anas heißt du, Gottes Segen. Erstmal, wie geht's dir, mein Lieber? Was kann ich für dich tun, mein Lieber? Warte, ich versuche kurz die Kamera anzumachen. Ja, klar, gerne, mach das. Damit ihr auch meine verkrummelten Haare seht. Wie geht's dir? Servus. Wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Hey, dich hab ich doch bei Amir gesehen. Du bist doch der von Amir. Ich kann nicht mehr, Alter, das ist der Anas, ey. Alter, ich kann nicht mehr. Okay, wie geht's dir? Gut. Ich muss leider ein bisschen schnell machen, weil ich muss leider weiter. Also wissen wir, dass ich muss arbeiten. Aber wir können so 20 Minuten quatschen. Ich weiß nicht, ich gehe immer so mit offenem Herzen ran, weil ich weiß immer nie, ist jemand wirklich auf die Suche nach der Wahrheit oder ist eine Person... Darf ich dir was sagen? Ja, Rudi? Du bist sehr, sehr respektvoll. Ich sehe das sofort. Du bist nicht aggressiv. Du bist sehr entspannt. Das gefällt mir. Du bist hier willkommen. Ohne Spaß. Wirklich. Ja, du musst dir so vorstellen. Manchmal, es macht manchmal auch ein bisschen emotional, wenn man vielleicht nicht perfekt die Antwort weiß und nicht perfekt antworten kann, dann macht es auch einen emotional. Weil du weißt ja, jeder hängt an seiner eigenen Religion, die er von seinen Eltern hat. Ja. Das ist was ganz Natürliches. Aber es wird auch im Koran kritisiert, weil Allah sagt, quasi, ihr wisst nicht, ob der Weg eurer Eltern ein richtiger Weg war. Vielleicht sind eure Eltern ja dem Teufel gefolgt, ihr wisst es ja nicht. Deswegen muss man seine Position kritisch hinterfragen. Und ich wollte so eine grundsätzliche Frage klären. Schau mal, bist du stuck, Bruder, oder kannst du richtig gut Freeze-Animationen machen? Aber ich bin noch da, oder wie?
Hier warten wir. Nein, Leute, ich will nicht immer direkt fertig machen und so in Fallen locken und so. Das mag ich ja nicht. Das mache ich nur bei Leuten, wo ich merke, es gibt bei ihnen keine andere Hoffnung. Anders red einfach weiter. Gut, dann fange ich jetzt hier eine Freitagspredigt an. So, jetzt. Ich bin raus. Aus Versehen. Ist der noch da? Hallo, hallo, hallo? Anna ist noch da? Jetzt bist du wieder da. Jetzt kann ich dich Warte hören. Kurz, ich muss hier anmachen. Ich bin irgendwie komischerweise rausgeflogen. Warte. Ey, irgendwas stimmt mit TikTok nicht. Warte mal, ich höre dich auch gar nicht. Warte kurz. Warte. Alles gut. Guck mal, dieses. So, jetzt müsstest du mich hören. Jetzt. Jetzt höre ich aber in deinem Piep. Hörst du mich? Gleich eine Bombe hoch. Jetzt höre ich aber in deinem Piep. Nein, nein, alles. Nein, Mann, nein, Mann. Jetzt. Ja. Genau, was ich sagen wollte. Schau mal. Warte mal. Ich höre dich. Jetzt höre ich dich. Dein Internet ist voll schlecht. Kann es sein? Ich weiß nicht. Eigentlich ist meins gut, aber es kann sein, dass mein Internet. Jetzt höre ich dich. Jetzt ist gut? Okay, Doc. Okay, okay. Du hast dich mit dem Christentum ein bisschen beschäftigt oder bist du relativ neu dort? Was heißt neu? Ich bin schon mein Leben lang eigentlich Christ. Also, aber ich bin keiner, der Debatten führt. Also falls du es denkst, ich führe keine Debatten. Nee, ich bin nur gerne jemand, der zuhört, der gerne Sachen gerne erfahren möchte. Ich höre da gerne zu und dann werden gewisse, sagen wir mal, Hadithe, Koran wird aufgeschlagen. Und dann schauen wir einfach mal rein, was da drin steht. Und genau das gleiche wie im Christentum. Ne? Also wie gesagt. Ist irgendwie bist ich höre dich, hör dich auf jeden Fall. Du bist bei mir ein bisschen laggy. So, nochmal was? Du bist bei mir ein bisschen laggy. Also, nö, eigentlich nicht. Eigentlich sollte es okay sein. Jetzt geht's wieder. Nö, passt. Eigentlich passt alles. Okay. Ja, folgendes. Es ist halt immer so, was ich meistens an christlicher Seite oder von christlichen Predigern immer sehr stark kritisiere, ist, dass meiner Meinung nach sie denken manchmal nicht so ganz über ihre Argumente nach. Weil du musst ja immer, wenn ich ein Argument gegen den Islam formuliere, muss ich immer vorsichtig sein, spricht dieses Argument auch gegen mich selbst. Sobald es gegen mich selbst spricht, greife ich auch in gewisser Weise meine eigene Religion an. Wenn ich meine eigene Religion angreife, dann tue ich, dann tue ich auch Zweifel bei meinen eigenen, sage ich mal, bei meinen eigenen Leuten sehen. Ich gebe dir mal ein einfaches Beispiel. Es werden zum Beispiel irgendwelche moralische Sachen am Islam kritisiert. Zum Beispiel sagt man, der Prophet hat Kriege geführt, der hat auch nicht nur Verteidigungskriege geführt, sondern es gab auch Angriffskriege und so etwas. Wenn man das als Argument gegen den Propheten verwendet, dann wird es ein Schock sein für viele Christen, wenn sie feststellen, dass viele Propheten bereits im Christentum auch Kriege geführt haben und diese Kriege auch von Gott befohlen worden waren. Und in diesen Kriegen ist auch richtig krass zur Sache geht. Ich sage jetzt keine Details, aber es ging richtig krass zur Sache, wo auch, sage ich mal, hilflose Leute getötet worden sind. Jetzt gibt es ja nur eine Möglichkeit als Christ. Als Christ hast du nur eine Möglichkeit. Entweder du sagst, der Gott aus dem Alten Testament war böse, das ergibt natürlich keinen Sinn. Entweder du sagst, der Vater ist böse und der Sohn ist weichherzig, das ergibt auch keinen Sinn. Oder du sagst, hey, wenn Gott etwas befiehlt, dann muss man sich einfach unterwerfen, selbst wenn man die Weisheit dahinter nicht versteht. Das ist die einzig schlüssige Erklärung, die man dann hier machen kann. Okay, dann musst du diese Verse mir zeigen und dann lesen wir die mal zusammen. Okay, wenn du willst, können wir das kurz machen, ja. Okay. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht, weil ich bin immer bekannt dafür, Leute so, sag ich mal, nein, alles gut. Mir ist nur wichtig, zum Beispiel, wir hatten hier gestern einen gehabt. Das war vor 2 Tagen. Ich muss es dir erzählen, Anasse. So, jetzt hör mal zu. So, wir hatten vor 2 Tagen jemanden gehabt, da hat er gemeint, in dem Jesaja 42 wird Mohammed, sagen wir mal, prophezeit. Dann haben wir den Vers dann so weit gelesen, dass am Ende, dass wir gemerkt haben, dass er lügt. So, und er ist ja theologisch unterwegs und verbindet das natürlich mit dem Islam. Ist ja auch richtig so, ist ja okay, kann er ja machen, ist ja gar kein Problem. Was mir nicht passt, ja, ist, wenn man lügt. Wenn er wenigstens ehrlich sein würde, ja, dann habe ich ihn gefragt, wer ist Yahweh? Oder liegt der nur bei mir so, oder? Hey.
Nee, bei mir auch. Ja, weil in diesem Satz ging es dann um Yahweh. So, und jeder, der eigentlich im Glaube ist, der weiß... Jetzt bist du wieder Hallo? Da. Dein Inter, okay. Ich glaube, mein Internet spackt, weil ich draußen bin, aber ist nicht so schlimm. Okay. Auf jeden Fall, wenn jemand Modi ist, tut mal bitte die Leute da bannen, die schreiben voll den Unsinn gerade. So, und jetzt musst du dir mal vorstellen, ich sage, wer ist Yahweh? So, und du musst dir mal vorstellen, wenn ich jetzt sage, wer ist Yahweh? Er sagt Gott. Und dann habe ich gesagt, okay, Gott, aber wer ist Yahweh? Also er wollte den Namen Jesus Christus nicht erwähnen und dann habe ich gesagt, hey, das ist Jesus Christus, der da gerade erwähnt wird. Ja, so, er ist rausgegangen, okay, schreibt negative Kommentare, also nicht negative Kommentare, sondern hat im Privaten jemanden angeschrieben, hat mich beleidigt, ja, nur weil man sein Gesicht, wie gesagt, ans Tageslicht gebracht hat, das einfach gelogen hat. Das ist einfach so. Und das passt mir nicht, ne? Wenn man lügt gleichzeitig und versucht, immer noch reinzugraben und zu sagen, hey, da steht etwas drinne, was nicht drinne steht. Das geht einfach nicht. Das gefällt mir nicht. Einfach die Wahrheit sagen und sagen, hey, hör mal zu, du hast recht, da drinne, da steht nichts mit Mohammed, dann ist alles okay. Aber tiefer reingraben und noch weiter lügen, das ist echt uncool. Ich finde das nicht cool. Ja, ich kann das... Ich sag die ganze Zeit. Und ich sag dir... Und ich sag dir ganz ehrlich, ganz kurz, Anas, ich habe die letzten Tage, ja, weil ich ja gerne zuhöre und weil ich ja gerne wissen möchte, wo und was gesagt wird, ich habe hier, glaube ich, über 30, 40 Leute gehabt und alle nur am Lügen. Der eine sagt, das ist nicht authentisch, das ist authentisch. Okay, die Frage ist jetzt, darf man Hadithe und Tafsire ablehnen, Anas? Darf man das? Ja, das sind zwei verschiedene Arten von Quellen. Hadithe... Okay, sagen wir es mal so, darf man Hadithe ablehnen? Ja, ich erkläre es gleich. Also Hadithe sind keine wortwörtliche Offenbarung. Der Koran ist eine wortwörtliche Offenbarung von Allah, was wirklich Allah gesprochen hat. Die Hadithe sind in der Regel eine sinngemäße Offenbarung. Zum Beispiel, dass der Prophet sagt, ja, Allah hat mir befohlen, so und so zu beten. Das ist genauso eine Offenbarung. Nur, ja, weshalb, was piepst denn bei dir immer so? Was geht denn bei dir ab, Bruder? Alles gut, ich mach kurz mein Dinger raus. Kleinen also, Moment. Das ist nämlich mit meinem Auto. So, jetzt müsste das... ...das eigentlich gehen. So, jetzt... Mein Internet schwankt hier ein bisschen hier draußen. Also das Netz ist hier nicht so gut. Du musst ja eins wissen, ja? Für die Muslime ist Sahih al-Bukhari das zweitwichtigste Buch. Es heißt ja nicht umsonst Sahih al-Bukhari und nicht Daif al-Bukhari. Gelehrte sagen, okay, und zwar alle, alles was in Sahih al-Bukhari steht, ist authentisch und müssen die Muslime annehmen. Und wenn das für die eine Katastrophe ist, werden die dann einfach zu Koraniten, aber hinterfragen nicht die Personen, die die Religion überliefert haben. Ja. Ja, es ist halt manchmal so, dass man manchmal denkt sich ein Muslim, okay, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, was da drin steht. Und dann muss man halt genau hinschauen, was die Erklärung von diesem Hadith ist. Weil es gibt manchmal Sachen, da denkt man, man hat den Hadith verstanden, aber es gibt noch eine Hintergrundgeschichte zu dieser Thematik. Und deswegen ist es keinem Muslim erlaubt, tatsächlich, es ist keinem sogenannten Laien erlaubt, ein Hadith zu interpretieren oder einen Koranvers zu interpretieren. Wieso? Weil es kann sein, dass du für diesen Hadith noch andere Hadithe brauchst. Jetzt dürfen sogar Muslims selber Hadith interpretieren. Flex, ich muss dir mal vorstellen, in Sahih al-Bukhari steht Aisha war 6 Jahre alt. Dafür musst du 400 Erklärungen lesen. Du kannst es nicht verstehen. Du musst 25 Jahre alt. Naja gut, okay. Anas, bitte. Damit, guck mal, das Ding ist, ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, okay? Aber stell dir mal vor,
Guck mal, du hast meine Frage immer noch, also nimmst du mir nicht böse. Ich sag jetzt nicht, du weichst es mir aus, ich versuche so gut wie möglich dir das zu erklären. Ja, Bruder, das Problem ist, ich habe dir gerade die Frage beantwortet und es ist live abgebrochen und dann habt ihr neue Vorwürfe gemacht. Ihr müsst schon Step by Step durchgehen. Wenn du zurück zur Frage willst, du hast gesagt, darf man Tafsir oder Hadith ablehnen. Dann gehen wir nochmal zurück. Nein. Machen wir das erstmal. Dürfen wir, bitte, ganz kurz, dürfen wir die Hadithe ablehnen? Mhm. Ja oder nein? Es ist nur eine Ja- oder Nein-Frage. Du hast ja gesagt Hadith und Tafsir, richtig? Das waren ja, du hast gefragt, darf man Hadith und Tafsir? Sagen wir mal nur die Hadithe, darf man? Aber weißt du, was Tafsir ist? Oder besser gesagt, nur die Hadithe. Weißt du, was Tafsir ist? Bruder, das gehört. Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin keiner, der debattiert. Ich bin nur einer, der zuhört. Ich weiß nicht mal, was Tafsire sind. Aber mich interessiert nur eine Sache. Ja, Bruder, ich küsse dein Herz, aber du kannst doch nicht fragen. Du kannst doch nicht fragen, kann ich Tafsir ablehnen? Dann frage ich dir, weißt du, was Tafsir ist? Sagst du keine Ahnung. Nein, wir wissen, das kannst du nicht machen, Habibi, Bruder. Wir wissen, was Tafsir ist. Warte. Okay. Wir fangen wieder von vorne an. Wenn du den Koran lesen tust, okay, dann musst du ja dazu eine authentische Überlieferung dir durchlesen. Richtig oder falsch? Nein. Doch. Okay. Warum nein? Wo steht im Koran, wie du beten sollst? Wo steht im Koran, wie du beten sollst? Ja, es gibt manchmal, richtig, also Hadithe. Die Hadithe sind Teil... Brauchst du auch Hadithe. Leute, ihr müsst schon ein bisschen... Leute, schaut mal. Lass mich ausreden. Es gibt viele Bruder Koran... Bruder, wenn du dich über den Koran auskennst... Anas, ganz kurz. Wir lassen ihn jetzt kurz ausreden und dann... Wir machen eins nach dem anderen, weil das ist ganz wichtig, dass die Leute ausreden. Okay, so. Ja. Wir lassen ihn kurz ausreden und dann redet Anas und dann wieder zu mir. Also gut, Urban, jetzt. Also die Hadithe brauchen keinen Koran, aber der Koran braucht Hadithe. Weil ohne Hadithe weißt du nicht, wie du beten sollst, wie oft du beten sollst. Es gibt viele Verse im Koran, die du ohne Hadithe gar nicht verstehen kannst. Du brauchst die Hadithe und alles, was Sahih ist, darf nicht abgelehnt werden. Vor allem nicht Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim. Okay. Zum Beispiel. Gut, jetzt hat der Christ beantwortet, wie es aus islamischer Sicht ist. Jetzt fange ich mal an. Also die Aussage, die Hadithe brauchen den Koran, der Koran nicht die Hadithe, halte ich für eine absolut unsinnige Aussage. Ich weiß nie, welcher Gelehrte oder sonst jemand so eine Aussage gedroppt hat. Ganz kurz, Anna. Babylon. Ein Satz und wird direkt unterbrochen. Was ist denn jetzt? Yes, brother. Good morning. God bless everyone. God bless everyone. What's going on, man? Hey, Babylon, do you need the Quran? If you have the Quran, do you need the Hadith to understand the Quran? Yes or no? Yes. Okay, Anas, hast du was zu sagen? Okay, soll ich jetzt essen, Babylon? Actually, I'll give you better. I'll give you better. Wait. I'll give you better. Hadith abrogates Quran. Hadith abrogates Quran. Thank you, Babylon. Okay, Babylon. Kann der nur Englisch oder kann der auch Deutsch? Englisch. Sprech ruhig mit Englisch, ich übersetze. Oder sprech ruhig auf Englisch. Babylon, if you are truthful now, where does it say that Hadith abrogates Quran? Is it from the Prophet? Is it from the Quran itself? From where did you get this sentence? Explain it to me, please. Give me any source. Any source of this sentence? You ask one question, now listen to the answer. Okay. You give me abrogation for Al-Mut'a verse, chapter 4, verse 24. Wait. Where is the abrogation for? Wait, Babylon, you must be fair. Be honest. I am clear. You ask me where we can abrogate. Yes, the Hadith abrogates. Okay. The Mut'a verse in the Quran is not abrogated in the Quran. It's abrogated in the Hadith. Okay. Thank you, okay. Brother. Also ich gehe kurz auf Deutsch drauf ein. Also er meint ja oder nein? Ich habe ihn schon verstanden. Er meinte sozusagen, dass es etwas gibt, was in den Hadithen abrogiert worden ist. Es ist aber nicht im Koran abrogiert worden. Das ist keine grundsätzliche Regel. Es gibt im Islam... It's not the law. That's what he says, Babylon. Er weicht aus. Du hast am Anfang gesagt... It's not the law? So the Mut'a is not only for Shia, it's for Sunni too, right? Leute, lass mich doch ausreden. Habibi, ich konnte bisher keinen Satz reden. Also, ich sage nicht die Abrogation. Habibi, come to Babylon. I teach Islam.
If it's not abrogated, it's not a hukum in the hadith, then it's good for in the Quran, then it's not only Shia, because the Sunni, like Anas, it would say it's only for Shia, but it's yet in the Quran. Okay, so ich kann es erklären. Okay, let Anas speak. We let Anas speak. Anas. Okay. Es gibt im Islam etwas, es gibt im Islam etwas, das nennt man Mansuch. Und das ist die Abrogation. Was natürlich eine absolut unsinnige Aussage ist, das kannst du überall nachschauen. Hadith abrogiert Koran. Das ist eine absolut idiotische Aussage. Frag jeden Korangelehrten, der wird dir sagen, du hast keine Ahnung über den Islam. Man muss es anders formulieren. Es kann sein, dass ein Hadith einen Koranvers abrogiert. Es kann aber auch sein, dass ein Koranvers einen Koranvers abrogiert. Und es kann sein... No, okay. That's auf Englisch. Babylon, I will explain it to you. So my problem is, if someone says something, I'm very precise. I'm very precise in talking about my religion. So you have to be very precise. It's not true to say the Hadith abrogates the Quran. In the topic of Nasikh and Mansukh, so what is abrogated, works like that. If you can't fit, fit two verses or hadiths to each other, then one way would be that it is kind of abrogated. That's true. And it can be that a hadith abrogates a verse in the Quran. That's also true. But it can also be that a Quran verse abrogates a Quran verse. And it can also be that a Quran verse abrogates the hadith. So it's not like only this way. It can be either way. And whoever makes fun about that, then he should consider his own religion. The Christianity. The Christianity is full of abrogation. And abrogation isn't something bad. Abrogation isn't something bad. Maybe God allowed us something which was before then prohibited. For example, the Muta'a'ir. So this kind of Muta'a and also drinking alcohol. It was in the beginning of this. Leute, vielleicht rede ich auf Deutsch, weil die meisten Zuschauer sind Deutsch und das ist respektlos gegenüber denen. Alles gut. Urban tut übersetzen, mach euch auf Englisch, weil das Ding ist, das passt dann. Guck mal, der Babylon. Aber Bruder, Bruder, ich mache alle Videos auf Deutsch und ich möchte, dass alle schreiben in den Chat, red Deutsch. Es gibt viele Leute, die kein Englisch verstehen. Weißt du, warum auf Englisch? Weil das Ding ist, Babylon versteht Arabisch sehr gut. Und deswegen, ich möchte nicht, dass Babylon? Etwas... From which country are you, Babylon? Babylon. Which country? Iraq. Al-Tahdi Arabian. طبعا اهلا وسهلا وانت ملحد ولا نصراني يعني ما انت صلعومي لا يعني بايش بتامن بايش بتامن انت هل انت صلعومي شو ليش تسالني ايش فراغي I ask you which religion do you have so that I can understand no, 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 how I can no. talk when you to say you. نصراني you insult me that's why I call you صلعومي Sorry, I didn't meant to insult you. Messiah okay, Ahsan. So say the right way. Messiah Ahsan. Aha, taban. أخي ما عندي مشكلة أخي مسيحي. Okay. يعني okay. أنا مو نصراني. يعني هم من كلمة نصارى من أنصاري إلى الله. لا. الحواريون قالوا نحن. لا لا. هاي انصال. اوكي اذا من رؤيتنا مو شيء سيء بالعكس شيء جيد اوكي بابلون you might if it's okay for you because I only have like normally I only talk in German because many people don't understand the English language okay so ganz it's kurz, like 50, ich muss nur 50. Kurz unterbrechen ich muss nur kurz so, unterbrechen wir können gerne mal mit Babylon auch reden aber lass uns jetzt beim Deutschen bleiben und wir können dann mal mit Babylon reden okay, nein, ich okay auch. Ganz gut sobald einer ganz gut Anas deine Leute schreiben völligen Unsinn hier im Chat versuch die mal irgendwie unter Kontrolle zu haben ansonsten ich stumm den Chat weil die labern nur Scheiße was schreiben die mal ein bisschen Kriegt die mal ein bisschen unter, die sagen, der kann kein der kann kein Arabisch, der kann das nicht. Kriegt die mal unter Kontrolle. Die haben ja gar keinen Respekt. Flexi, Bruder. Okay, so, ja, Bruder. He can prove anything like the abrogation. Also he couldn't prove it.
Now, can he prove the Tawheed in the Quran? Can he prove the Tawheed in the Quran? Yeah, Babylon. So I explained it already, but this is my last sentence in English. So it's not true that Hadith abrogates the Quran. No one ever said that. It can be that a Hadith abrogates the Quran. It can be that a Quran verse abrogates the Quran verse. And it can also be that a Quran verse abrogates what is something written in the Hadith. And this is something very complex because in many cases you don't have like the time where it was what is offenbart, where it was revealed. So we don't have for every hadith and every verse, this is the exact date. And also sometimes it can be because nasakh and mansukh, so the abrogation is only applied in very, very little cases because it must be that two verses can't fit to each other. I don't know if you understand this. So it can't be that those two fit to each other. And the Mut'ah, it's true, it's abrogated in the Hadith as far as I'm concerned, and it's also a well-known under all Sunni scholars. That's true, yes. But it can also be that a Quran verse abrogates a Quran verse, and that's not an issue for our Muslims. The abrogation is some kind of mercy for the Muslims. Ich erkläre es nochmal auf Deutsch. Die Abrogation ist nicht negativ. Hadith abrogates the Quran. That's what I was asking. So yes. Hadith abrogates the Quran. Thank you. I explained it. No. And he said it can be. No, that's not true. It can be that a Hadith abrogates the Quran. Ask every scholar of Islam. He will say you, that's a very imprecise and not true sentence if you say Hadith generally abrogates the Quran. That's not true. That question, that sentence like that is not true. You don't find it in any books of Islam. So it's something from you, Babylon. You have to be precise. Very precise. I will never talk about Christianity in this precise way. I don't need a sentence from a scholar to know if a hadith abrogates the Quran or not. I need to see the tawheed. I need the shahada. Where can I find the shahada? In the Quran or in a hadith? Tell me. Yeah, if you accept the whole Quran, you will find it. You find it. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Anas. Wait, Flexa. La ilaha illa hu. And the rest? Where is the Muhammad? You find it in other verses. You find Muhammadun Rasulullah. No. I need the shahada complete. Where you can find it? In the Hadith. Yes, but what is the issue with that? What's the issue with that? A huge issue. Why? We have a new prophet. Yeah, but it says in the Quran, Muhammad Rasulullah. Why? It's not in the Quran. Did Muhammad forgot to write Muhammad it down? No. There's a scholar didn't write it. Did Allah forget about it? That's why the Shia, they do the Mut'ah, verse 424. Babylon, Rasulullah. Muhammad is the messenger of Allah. This is a verse in the Quran. Du bitte Isam Bayernsturm, er beleidigt mein Vater. Ja, alles gut, warte kurz. Der Punisher, warte, Anas, du kannst gleich. Punisher, was ist los? Wegen was? Du hast ja irgendwie gemeint, da ist irgendwas passiert und ist es irgendwas Negatives, ja, oder? Ja, Bruder, gegen dich halt. Der Stream. Ja, ist egal. Ist doch nicht so schlimm, dann lass ihn machen. Lass mal jetzt, egal, wir klären das später. Lass mal jetzt hier die Jungs erstmal reden, ja. Okay, ja. Leute, ich muss ganz aber soll ich ehrlich gehen? Sein? Soll Bruder, ich ehrlich Bruder. Sein? Den kann man eigentlich ignorieren dann. Wenn er mich so schlecht redet, ist doch okay. Ich war ja immer gut zu ihm, ist ja egal. Also ich habe ja nichts Böses Bruder. Gemacht. Kann ich ganz kurz beten gehen? Ich habe nämlich nur noch 10 Minuten Zeit für das Vormittagsgebet. Ich gehe ganz kurz beten, dann schicke ich noch meine Anfrage, dann reden wir noch mal 15 Minuten. Komm wieder zurück. Okay. Wann bist du wieder da? Gib mir so 10 Minuten ungefähr oder 5 Minuten, 6, 7, 8 Minuten. Ich muss Wudu, also okay, Gebetsforschung machen und beten. Aber lass uns bitte auf Deutsch reden, okay? Also wenn du willst, Punisher. Okay, damit die restlichen Zuschauer auch was verstehen. Ja, okay, mach. Dann ist kein Problem, mach ruhig. Is Anas leaving? Babylon, is Anas leaving? I have to pray, Babylon. I will be back. Alright, brother. Babylon, I will be back in 10 minutes, okay?
I just have to pray and If you see Hamdi, tell him why you running from Babylon. Hamdi the coward, tell him Babylon's looking for you. Habibi, go pray. Go pray. Go pray. Go pray. ما بدي احكي شيء سيء لك ولكن عشان هيك بحكي لك في اللغه العربيه ولكن الاسلوب والادب تاعك مو حلو يعني انا بتكلم البداهه هو البداهه تعرف ليش هو شوف صوره مريم العذراء هو شوفها وهي بدها ترضع شخصين من اليمنى واليسرى قال هاي مريم العذراء عيب على علي وعلى الاسلام كله وراح اطلعها من طيز امه راح اطلعها من طيز امه الله العظيم راح اطلعها من طيز امه وكس امه believe me go pray okay. don't worry about حمدي okay. حمدي كاور حمدي جبان ابن جبانه حبيبي go pray flexi oh man Babylon you're amazing hast du gehört was passiert ist Babylon, I tell in German, yes, sorry for yeah. that. Lexa, ganz gut. Der Babylon hat gesagt, dass Hadithe den Koran abrogiert haben. Ananas hat gesagt, Babylon ist ein Lügner. Dann ja. hat Babylon ihn den Beweis gebracht, dann ist Ananas zur Bibel gerannt, wie alle Muslime machen. Sobald die widerlegt sind, rennen die zur Bibel. Rennt zur Bibel, sagt, in Bibel gibt es auch Abrogation. Ja, ich finde das ein bisschen schade, weil es ist ja nicht böse gemeint an Anas, aber Anas ist zwei Fragen ausgewichen. Fragen, die ich ihm gestellt habe, der ist komplett ausgewichen. Und Bruder, und noch eine Sache. Dann hat Babylon zu Anas gesagt, dann bring mir die Abrogation der Zeitehe, die Mutterehe ist die Zeitehe, dass du eine Frau auf Zeit heiraten kannst. Was Schiiten praktizieren, aber Sunniten nicht mehr. Weil Sunniten durch ein Hadith das abrogiert wurde. Aber die Schiiten machen das doch. Dann wollte Babylon den Abrogationsvers im Koran für diesen Vers haben, weil er gesagt hat, der Koran abrogiert auch den Koran. Der wollte Babylon den Vers, der konnte den Vers nicht bringen, der hat philosophiert und ist zur Bibel gerannt. Bruder, bitte, ganz kurz. Stumm Islam Bayern, weil der hat meinen Vater beleidigt. Ich weiß nicht, Bruder, den stumm ich nicht, ich bann ihn. Ich bann ihn einfach direkt und dann ist okay. Der hat meinen Vater ganz übel beleidigt. Schick mir Screenshot, ich bann den. Ich bann den direkt. Bruder, der ist doch schon ich hab den schon gestummt, Bruder. Ja, danke. Okay. Ja. Punisher, ich bespreche mit dir mal privat ein paar Kleinigkeiten. Und dann, wie gesagt, ich bin nachher da und bitte, Leute, gibt Babylon, alle mal ein Amen, Leute. Babylon ist brutal. Bruder, lass mal den Stream offen. Der Ding kommt doch gleich wieder zurück. Der wollte doch noch mit. Bruder, ich kann nicht. Ich muss meinen Kleinen holen. Schade. Danach komme ich wieder. Urban, mach du doch einen Stream auf, Bruder. Dann sollen die gleich zu dir kommen. Ja? Dann soll Anas zu dir kommen, Babylon zu dir kommen, mach einen Stream auf. Weil ich streame erst heute Abend. Ich muss gleich mein Handy abgeben. Ich weiß nicht, ob die alle zu mir kommen, Bruder. Also Leute, dann geht mal alle zu Punisher. Ich hol dann meinen Kleinen ab. Zu Urban erstmal. Anas hört das, glaube ich. Der ist ja noch drin. Der hört das. Ja. Geht alle zu Urban rein. Und dann kannst du ja gerade streamen. Sag Babylon auch Bescheid. Babylon. Okay. Babylon. Also bis gleich, Leute. Ciao. Go to Urban in the stream, please. We will make the stream in Urban. بدنا نعمل stream عند Urban, تمام؟ فوت لعنده وبده يجي يفوت أناس إلى هونيك. Just share it with me, please. Urban. Babylon, Urban is gonna send you, okay? Because I need to take care of my kids quick and then later we talk, okay? Yeah. Okay, brother. God bless you. Okay. Yo, bye-bye. Bye.